So, und damit willkommen zu unserem Dienstbesprechungssonntag. Ohne jetzt wissen, wie gehört das allerdings nicht. So. Ob die Nervensägen alle schon da sind? Bitteschön. Danke. Hi. Hi. Für dich zur Info, ich mache gleich mal eben schon mal Schnellverfahren Einstellungen mit Andrew. Jetzt gleich eben noch, weil Okay. ich heute Abend nicht mehr so lange da bin. Okay, alles klar. Bescheid weiß. Bis gleich. Alles Bescheid. Guten Tag. Hi. So, ich hab gehört, Baby macht gerade schnell Einstellungen mit Dingens, mit Händen. Genau, ja. Und wir sind heute los. Hätten wir wieder bei der Besprechung, aber ja. Weiß ich schon, hat ja vorhin gesagt, glaub, das heute nicht kann. Gut, mir hat das nicht gesagt. Ach ja, wo? Gleich jemand unterwegs? Matt war bis gerade auf jeden Fall noch unterwegs. Ah, okay. Ob er jetzt noch weiterfährt, keine Ahnung. Steht zumindest nicht drin. Das ist auch noch schön. Ja gut, dann. Deswegen ist er letztlich wahrscheinlich auch geschlossen. Vermutlich. Ach ja, Geld hast du bekommen? Ja. Ist eingegangen. Danke sehr, übrigens nochmal. Naja, kein Problem. Das muss ja so nicht sein. Ja. So, ich versuche jetzt mal gerade bei Dings. Tricks Empire, weil wir brauchen noch mehr Logo und ja. Ich glaube, da geht es mir keine Hand, aber. Ne? Da muss es werden. Nee, keine Ahnung. Aber ich habe den Bus, also Tobi, soweit die Folierung quasi komplett fertig. Folierung für die hier die Sponsoren oder was meinst du? Genau, für die Okay. 3 Jahre, 2 Jahre. Da fehlt mir jetzt noch ein Logo und dann kann ich die Logos ein bisschen aufteilen. Ich weiß jetzt noch, bis dieses Jahr zukommen sollte und ja. Aber so, Design ist es komplett fertig, vorne, hinten, Seiten, alles. Das hört sich doch gut an. Das ist den Eagle News. Ja, das ist eine neue Newsseite und ich will mir so, ja. Ich weiß auch nicht. Bisher machen sie zumindest nicht so Inside und Fire Journalist, aber irgendwie, ja, komisch geschrieben. Ich meine, ja, die wollen du, aber jedes Mal, ich war für dich vor Ort. Ja, deswegen Ja. mag ich auch gar nicht sowas. Was kannst du für YouTube?
Ja, stimmt, da war ja was. Das muss ich mir auch natürlich lesen. Das war wahrscheinlich da, wo die der Smoothfuck blockiert war bei uns. Oh, fuck, blockiert. Okay. Ja, als wir unsere Ausweise ja geholt haben. Okay, weiß ich gar nichts mehr. Da stand doch der von Visenius vorne bei den beiden Damen von Mofa. Und du damit auch noch meintest, es wäre Ach so, das garantiert. meinst du. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich das dann. Zu bieten, okay. Also, Erreichbarkeit hat deutlich zugenommen wieder, also. Und YouTube. Ja. Die waren eigentlich, die haben ja auch immer sofort geliefert mittlerweile wieder und keine 10 Wochen später. Na ja, gut, schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, wie das mit Andrew dann läuft, ne, wenn er seine Ausbildung macht. So mit diesem frühen alles so gut funktioniert. Ja, das sehen wir ja dann. Ja. So, haben wir jetzt eigentlich alle Kunden auch schon angepasst auf die 35? Über das Kalenderwochen geht. Jetzt nach Charging und okay, jetzt ist auch egal. Okay, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Meinst du die Besprechung? Nee, ich habe gerade geguckt wegen den Mitarbeitern nochmal, aber bei den Kunden, die wir haben, die sind ja gar nicht nach Mitarbeitern nochmal sortiert, großartig. Von daher geht das ja. Das hat nicht, was du meinst, aber. Wir haben ja doch auf 35 aufgestockt. Da habe ich gedacht, dass wir für irgendwelche Kunden aktualisieren müssen. Ja, Also nö. Administrationskunden, meine ich. Verstehst du? Irgendwelche Vorlagen oder so. Ach Aber so. naja, Ah, haben wir ja das nicht. meinst du? Hab gerade guckt hier, so seht ihr es und das ist alles noch irgendwie andere Sachen sortiert, aber nicht nach Mitarbeitern nochmal. Ich habe das Einzige, was du da mit Arbeitern irgendwann sortierst, ist so aus wie so ein Karten, aber das war's dann auch. Nee, das Ding ist eh nicht mehr aktuell, also von daher, ja. Ja. Wir wollten ja eh mal die, eigentlich mal das auch mal aktualisieren, ne? Dieses ganze Administrationsdings. Ja. Das ist auch so, das ist die Woche gefühlt seit Ich Ewigkeiten vor würde uns, ja. diese Sachen zum Beispiel mit den Shamrock-Karten und so einfach nie mit Arbeiterakten packen. Was man da nicht eigentlich hier hat. Shamrock-Ausweis bekommen, hatten schon abgegeben. Ist dann einfacher tatsächlich. Würde auch Sinn machen, Weil dann sieht man es nämlich auch immer, wenn man halt jemanden da rausnimmt aus so einer Akte und dann auf umstellt, nicht mehr Mitarbeiter und so. ne? Jo, kannst du ja noch aber vorschlagen. Wobei, je nachdem, relativ viele Themen, als das mit Andrew dauert. Ja.
Aber mal. Das sind die Vorlagen, die haben wir eine 20 aktuell mit Dienstnummern? Ne, das war ja Leon. Ja, die ist leer als einziges. Kurz mal bei den Vorlagen steht dann noch. Bei den Dienstbesprechungen ein schwarzer Punkt schon vorausgeführt drin, ist ja Quatsch. Das korrigiere ich. Hey, war gestern am Wochenende da 8 Stunden. Okay, ja, keine Ahnung. Wo kommt mir immer die Zeiterfassung bei der letzten Frage? Was an SMS? Ah. Oft fleißig. So schön, dass er wieder da ist. Mein Schatz? Ja. Mein Gott, ich habe diese Woche hier aber auch schon, boah. Du warst die Woche auch viel da. Ich weiß Gerade. nicht, diese Woche war echt hardcore irgendwie. Weil mich fast 3 Tage hintereinander jeweils fast 6 Stunden, beziehungsweise um die 6 Stunden da war allein schon, ist schon, ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie es heute schon wieder werden. Die mindestens 3 noch da oben drauf. Ja, und ich bin ja schon bei 2. Es kommt auch am letzten auch mal gerade so auf seine 5, 6 Stunden gerade mal. Okay. Wir müssen übrigens über Luna reden. In Anwesenheit oder was? Ja, muss ich mal angucken, wann ist das letzte Jahr, was ist Oha. mittlerweile 8 Tage her. Ich sehe es gerade. Ist was, ist entschuldigt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts dazu gefunden. Mir war so, als hätte sie noch mal eine Abwesenheit geschrieben, aber ich finde sie nicht. Es ist nirgendwo eingetragen und ich finde es auch. Links habe ich es auch nicht gefunden in unseren Mails, also. Aber mir war so, als hätte sie sich nochmal abgemeldet. Dass ich irgendwas da im Kopf hatte. Ja, Kann ne? aber sein, dass das schon eine Weile her ist. Also ich weiß, sie hat sich einmal abgemeldet, aber sie mit Ja. Toshis zusammen. Das war direkt in der Woche, wo die beiden halt weg waren. Wo sie angestellt wurde und ich dachte eigentlich, sie hätte jetzt auch nochmal eine Abwesenheit gehabt. Das ist jetzt spontan so nie. Es ist, mein Kopf sagt Später. mir das einfach, deswegen. Aber ich habe alles durchsucht und nachgeforstet, Ja. aber da ist nichts. Na gut, da packt man sogar noch mit das Thema dazu. Was ist hier schon Thema drin? Oh Gott, ist das hier. Abwesenheit. Luna. Was hast du noch eben gesagt als zweites? Was war das? Hier Dings, Schreibkarte in Mitarbeiterakte verlagern. Oder generell, was war das noch? Ausweise, aber also zwei Sachen drin, ne? Ja, Oder ist das von Ausweise und Shamrock?
Shamrock aus. Also ja, Ah. ne? Peace aus meinen Schlüsselkarten. Shamrock aus. Ne? Okay, aber Luna war auf jeden Fall heute wieder da. Zumindest auf Venture. Das Hochzeits hatte mindestens drei Fahrer, was zur Hölle? Wie soll man das denn bewerkstelligen? Notfalls haben wir mindestens drei Fahrer, die auf dieser Hochzeit sind, alleine schon. Ist das Ding also. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Tatsächlich. Ne, aber wenn man halt so 45 Gäste circa erwartet. Ne? Heute glauben wir noch, wir sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlt, keine Ahnung, wie 1000 Mitarbeiter. Ich meine, der Gegendienst muss ja auch aufrechterhalten bleiben, also. Ja. Das ist dann schon ein bisschen absportlich. Aber es kommen wir hin. Wenn die Gäste da rechtzeitig fahren, dann ja. Ich wollte nämlich auch sagen, also notfalls haben wir Lados und Henry, die eventuell irgendwie noch fahren könnten. Und Toshi wahrscheinlich auch. Also. Und ich werde auch definitiv schon fahren. Ah, okay, Büro. Ja. Ach ja. Natürlich sinnvoll, das vor der Dienstbesprechung zu machen, mit dem Einstellen. Boah. Du wolltest ja eigentlich danach machen, aber Irgendwie keine Zeit hat er gemeint. deswegen er ist auch nur maximal heute bis 19 Uhr da und danach definitiv nicht mehr. Lanos anwesend, die schwankt da auch, aber gefühlt zwischen 7 Stunden, 41 Stunden, dann wieder mal 9 Stunden, dann wieder mal 35. Ja, ne, also, es ist halt so bei ihm. Ja. Wie es halt eben so passt, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, man merkt es ja auch, wenn man sich die Tagesauswertung bei ihm ansieht. Es ist ja noch interessanter. Ja. Ne? 5 Stunden, 0 Stunden, 5 Stunden, 0, 0. Dann hier 7 Stunden, 0 Stunden, 6 Stunden, 0 Stunden. Ne, aber ich meine, man ist die Woche über auch ein bisschen krank und heute kommt, weiß er auch nicht mal, ob er es eine Dienstbesprechung schafft, aber ja. Hat mir schon gesagt, Fuhrparkmies haben wir eh momentan keine Themen. Von seiner Seite aus steht auch nichts an. Ja. Sogar Miyamoto ist die letzten 3 Wochen relativ 4 Stunden nicht geschafft, ne? Okay. Einmal 3 Stunden, einmal 2 Stunden, nochmal 2 Stunden. War er irgendwann abwesend gemeldet?
Weil vom 23.05. bis zum 2.06. war er sehr lange nicht, war sehr lange nicht da. Ah, okay. 23.05. Ich guck mal gerade. Nein, kein Hashtag. Ah ja, okay. 26.05. bis 30.06. ist er offiziell abwesend gemeldet. Warte mal, wann? Wie lange? 26.05. bis 30.06. bis Ende des Monats. Ah, okay. So lange? Krass. Ja, nee, wahrscheinlich hat er gesagt, er weiß nämlich nicht, ob er es in der Zeit mit Stunden schafft oder so, Moment. Ah, okay, gut, das kann sein, ja. Guck mal gerade in Gut, der dann Mail. passt das. Okay, ich finde schon. Ach, nee, das ist Kevin Marker, die Abwesenheit. Hä? Bei mir hat es sich abwesend gemeldet, weil ich habe keine Mail dafür. Vielleicht telefonisch oder so? Ah, Aber. ja, ich hab's gefunden, die wurden nur nicht verschoben. Ja. Ich das spannend finde. Ja, ist eigentlich so oft abwesend wird es, aber er ist fast immer, bis auf. Na gut, hier waren 2, 3 Wochen. Aber trotzdem fast immer irgendwie bei knapp 4 Stunden, wenn er da ist. Oder 4 Stunden oder drüber. Doch witzig. Eins ist auch gut da. Wer hatte das nur erwartet? Ach, Ryan, nicht Brian. Ryan. Ja, jedes Mal dasselbe. Bei den beiden. Ihm bist du, glaube ich, noch derjenige, der so ein bisschen weniger da ist. Toshi, ist der abgemeldet irgendwie? Ich habe keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste. Wir hatten nämlich auch Moment. nur 2 Stunden diese Woche. Ja. Also momentan abwesend gemeldet sind James. Und Rebecca. Ist der doch abgemeldet? Okay. Also, das Toshi kommt also quasi auch nicht auf 4 Stunden wahrscheinlich dort diese Woche. Der studert ein bisschen, ne? Kann er sein? Keine Ahnung. Also eventuell kann er ja heute noch. Hey. Na? Mahlzeit. Wunderschön. Ich hatte mal kein leeres Führungszeugnis. Was? War zwar irgendwie nur ein Problem mit irgendeiner Fahrzeugeintragung, aber hey. Ist ja langweilig. Ja, echt mal. So, dann Arbeitsvertrag. Wird noch viel Was? langweiliger, wenn ich ja zusagen würde, dass es nicht mehr meine Schuld war, weil die Fahrzeuge waren eigentlich angemeldet, so. Ja, das ist ja immer. So, dann Arbeitsvertrag. Ist einmal bei dir. Hier dich nur so die 2, 3 wichtigsten Punkte da draus. Mindestarbeitszeit von 4 Stunden. Und bei Abwesenheiten von länger als 5 Tagen gilt auch quasi theoretisch Bedingungen, aber alles ab über 5 Tagen muss halt abgemeldet werden. Einmal schriftlich via Mail. Bei länger als 21 Tagen theoretisch auch mit Genehmigung, aber es kommt dann immer auf Gründe an. Ist aber auch grundsätzlich alles kein Problem. Hauptsache, wir wissen dann da Bescheid. Auch mit den 4 Stunden, wenn du mal irgendwie weißt, da traut nicht hin, Bescheid sagen, ist kein Drama. Sag nur, wenn du halt irgendwie ewig lang nicht auftauchst, ständig nur 1, 2 Stunden machst, ist
Kannst dich darauf einstellen, dass ich dann mal anrufe und sage, ey, was da los? Was bin ich? Entweder Helm oder was? Genau. Ja, ansonsten Nebentätigkeit muss auch einmal angemeldet werden, beziehungsweise auch einmal kurz mündlich von mir bestätigt werden, dass das klar geht. Da du ja jetzt eh quasi schon vorher da gearbeitet hast, wissen wir da jetzt eh Bescheid. Also brauchst du das nicht nochmal schriftlich, oder? Am besten nochmal einfach für die Unterlagen, muss aber nicht. Ich mach das einfach schnell. Ja. Genau, ansonsten, ja, 3 Tage Kündigungspflicht. Kündigungsfrist. Weiter und so fort. Wenn du Scheiße brauchst, kriegst auch einen auf den Deckel. Soweit das Logische. Schön Burger-Eis. Guten. Danke. Hunger. Hi, Mike. Wie lange dauert das denn?
Ich weiß nicht, wie sie losgucken soll, oder die Avenger. Unser Roman hier, oder? Arbeitsvertrag ist nicht gut. Diese. Lesen wir wenigstens durch, ne? Ja, also Seelenverkauf ist halt auch noch so irgendwo dazwischen versteckt. Ja, finde ich gut, habe ich unterschrieben. Ja. Ja, was muss die, man die ja, ne? Die Waschmaschine kommt dann nächste Woche. Alles klar. Aber schon ihre Rundfarbe, also haben sie ihre Rundfarbe angegeben. Die Kooperation, so wie jetzt eine Kooperation mit Winters Wäsche, die aktuell sucht. Die Wunschfarbe der Waschmaschine. Ach so, ja, ich ganz gerne so Babyblau, das würde ich ganz schön finden. Guter Mann. Das ist nur einmal zum Unterschreiben am Ende, aber das ist richtig. Ja. Gut. Oh, das passt. Und abschicken. Glückreich eine Seele gefangen. Okay, perfekt. Dann gib einmal kurz dein Handy rüber, dass ich einmal ins LDP einfügen kann. Kann ich nämlich auch die ganzen Reste machen. Mhm. Oh, hier ist wieder, dann mache ich den Rest hier mal eben für dich. Ja. So, hast du einmal deine Kontonummer parat? Klar. Also. Die Kontonummer wäre die 206 442 49. Okay, und am besten nochmal deine Telefonnummer. Die kenne ich so sehr auswendig, dass ich lieber nochmal nachgucke. Also eigentlich kenne ich sie auswendig, die 605089, aber ich gucke lieber nochmal nach. 675089. 675089. Okay. Yes. Obwohl theoretisch könnten. Okay, du hast jetzt tatsächlich. Eigentlich wollte ich dir einfach nur die 20 aufdrücken. Mir fällt gerade auf, aber da du heute eh nicht mehr aktiv in Dienst kommen wirst, ja wahrscheinlich, sondern erst ja Dienstag eh die Theorie mit Brian machst. Könntest du auch theoretisch, also entweder kriegst du die 20, du kannst dir eine zwischen 31 und 35 aussuchen. Hm, die 35. Dann kann man das ja schon mal so vermerken. Hm. 35 ist immerhin durch 7 teilbar. Kann ich mir besser merken als irgendeine andere Zahl. Machen wir das doch so. Beim Statepack habe ich halt die 7, ne? Deswegen. Okay. Ja gut, das ist ja auch nicht schlecht. 7 könnte theoretisch demnächst vielleicht sogar auch frei werden.
Hust, hust. Nee, weil ich weiß, die Person will eigentlich wechseln, wenn eine andere Nummer frei wird, und die Nummer wird eventuell frei, deswegen. Also falls die 7 frei wird, Barry, ne? Ja. Hust, hust, ich melde mich schon mal an, ne? Ja, am besten Auge drauf haben. Am besten selber ein Auge drauf haben, weil ich denke an sowas nicht. Ich hab da, was das angeht. Ja, so ein leichtes CP. Dann. Gut, Spind kriegst du dann noch nicht, weil wir dann noch sortieren müssen. Ich zeig dir aber gleich schon mal, wo er theoretisch ist. Mhm. Dann hast du dann alles bis Dienstag klar. Hast du den, aber. Okay, ja, das passt, ja. Mhm. Okay. Dann. Kasan PD habt ihr jetzt noch nicht gemacht, oder? Also PD, wirklich nur... ja, Kasan, nein. Okay. So, dann einmal Dienstausweis und Schlüsselkarte. Sehr cool, danke. Schlüsselkarte, bitte nicht draufschreiben, hey, hiermit kann ich Busse klauen gehen. Bitte nichts draufschreiben müssen, dass du wenigstens weißt, welche ist. Glaube ich logisch, oder? Ja. Du, bei meiner Karte für den State Park steht irgendein Fahrzeug drauf, also keine Sorge. Perfekt. Perfekto. Ne, gut. Dann, ja gut, Schließfach. Dann nochmal. Umräumen. Aber das dann schon mal okay. Dann haben wir das schon mal. Dienstausweis kannst du die ganze Zeit theoretisch bei dir halten, weil du damit auch privat ein paar Vorteile hast. Ich schätze mal, Krankenversicherung hast cool. Du eh schon über den State Park? Die habe ich ja. Na, okay. Theoretisch hast du die aber auch über uns. Das ist aber dann, glaube ich, eher automatisch, dass die Krankenversicherung sich selber raussucht, bei wem sie mehr Geld kriegen, und der zahlt dann. Irgendwie so war das. Ach so. Ja, das ist tatsächlich so, weil wenn du übers... Also, weil ich weiß von ein paar Leuten, die bei uns sind und die beim PD sind. Da, die sind übers PD versichert, weil da die höhere Risikostufe ist. Und die dadurch natürlich da mehr zahlen und dadurch ja, bei Geld denen dann machen. Ne? Ja. Irgendwie so war das. Und ansonsten kriegst du mit dem Dienstausweis bei Liberty Law, wenn du da auch privat irgendwelche Probleme hast, 60% Rabatt bei denen auf deren anwaltlichen Dienste. 60. Mhm. Wow. Beim Pfandhaus kriegst du 10% und du hast eine Shamrock-Mitgliedschaft. Das ist cool. Also kostenlose Teilnahme an allen Kursen, ausgenommen Golfkurse. Golfkurse kriegst du auf 50%, 10% auf Verkaufsware. Plus, wenn du mit der Probezeit durch bist, kriegst du auch noch eine Shamrock-Mitgliedschaftskarte, mit der du ja nochmal 10% bei ganz vielen anderen Läden hast. Krieg ich auch noch so einen coolen Shamrock-Pullover? Keine Ahnung. daran hätte ich actually Interesse. Das musst du mit Victor oder so selber aus. Wahrscheinlich, wenn du ganz häufig vorbeiguckst. Potenziell. Ein Kollege von mir hat nämlich einen, deswegen. Das ist schön. Musst du bei denen nachfragen. Nee, deswegen. Dieses Ausweis ruhig die ganze Zeit auch so mittragen. Rundtour würde ich sagen, machen wir aus Zeitgründen auch einfach Dienstag mit Brian. Weil wir müssen jetzt mal gleich mit Besprechungsgedöns loslegen. Sonst kommen wir, glaube ich, gleich in Zeitprobleme, weil es ist echt heute, glaube ich, ein bisschen viel auf der Agenda.
Ich würde dir nur schon mal noch mal kurz zeigen, wo Spind und alles ist, dass du das auch schon mal weißt. Okay. Beziehungsweise grundsätzlich, falls noch relevant wird, da hinten ist das Klo, die beiden Türen hier hinten. Ah ja. Bin mir nicht so sicher, ob wir die 35 wirklich schon hätten machen sollen. Ja. Was wir haben, haben wir. Stimmt, zum Beispiel. Na, ob heute oder nächste Woche oder nächsten Monat, so, den haben wir jetzt Ja. einmal die Mauer durchbrochen und dann ist gut so. Ob wir es dann brauchen oder nicht, ist ja egal. Ja, das stimmt. Quasi wurscht. Ah, ich will nicht umziehen. Mir ist das total Latte. Naja, dann fahre ich demnächst mit dem Fahrrad einfach immer hinten und dann passt das schon. Weil ich habe mich auch hier immer noch einen ausstempeln. Naja. Und sie hat auch einen aufstempeln. Ja. Brauchst du noch Aber ein muss bisschen ich mehr ja. Geld, bis du wieder hier, bis du hierher laufen musst. Sieh die positiven Seiten. Mich hat ein wenig beobachtet. Von wem? Ja, von Barry und Andrew. Schmeckt's? Immer. Riecht zumindest gut. Alleine essen macht dick und so. Na, hast recht. Wow. Ja. So viel dazu. Jetzt hört auch zu sappeln, wir haben Tee. Dann mal bis später oder die Tage, ne? Bis dann. Dann. Tschüss. Tschüss. Mann, 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 Mann. Gut. Gut. So, Express-Einstellungen abgeschlossen. Sehr schön. Was ist denn da überhaupt? Das sieht aus wie Schokopudding mit Nudeln. Ein Das ist Stück Ramen. Fleisch. Ramen. Ah, okay, ja. Schokopudding mit Nudeln. Ist das so Schokopudding mit Alter, Jenny, wie abartig bist du eigentlich? Es sah so für mich aus, tut mir leid. Schokopudding mit Bacon. Schokopudding mit Nudeln. Ja, kennt man, ganz typisches Essen, Schokopudding mit Nudeln. Ja, wer weiß, was man da in da und anders so alles ist. Ach so, ja. Aber ja, was. Okay, gut. Let's go. Okay, ich weiß nicht, womit wollen wir starten? Mit dem 21.05. warum auch immer der da noch drin steht. Ja, gut, das ist, glaube ich, nur, weil ich Event drinstehen lassen habe. Okay, gut, dann ja, haben wir das ja schon mal geklärt. Ja, gut, ist die Frage, wollen wir mit den ganzen Event-Themen jetzt schon starten oder wollen wir erstmal alles andere durchgehen? Alles andere? Du siehst die Liste? Ja, ich bin in der Liste und bin gerade am Schauen, was überhaupt für Event hier ist. Also Event plus Tombola. Tombola-Ablauf. Plus, ich habe generell noch ein paar Gedanken dazu. Ja, dann lass uns das am Ende machen. Okay, gut, dann gehe ich einfach mal von oben nach unten durch. Einstellungen von Behördenmitarbeitern. Würde ich sagen, ja, ist immer wieder schwierig. Individuelle Entscheidung. Ich finde, pauschal ist es immer schwierig, weil es gibt solche und solche. Haben wir ja bei Daniel gesehen, ne? Ja. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Da würde ich jetzt auch spontan so sehen. Weil bei Andrew bin ich auch relativ optimistisch. Bei Mike Shaw Simmons so semi. Deswegen, also das würde ich einfach weiterhin als individuelle Entscheidung Ja. machen und auch wirklich da immer so ein bisschen wirklich drauf drücken, haut das hin oder nicht. Ja. Jetzt muss man gerade bei den Leuten ein bisschen gucken, ne, in der
dass wir halt auch ein Auge auf die Probezeit haben. Ja. Dass wir da gerade bei denen vielleicht ein bisschen mehr gucken, passt das innerhalb der Probezeit und wenn nicht, dann halt tschüss. Das würde ich vielleicht so als Punkt mit aufnehmen und dass wir da ein bisschen verstärkt drauf achten. Ja. Oder? Ja. Okay. Wille? Würde ich Ja, sagen. bin ich auch dafür. Mitarbeitern. Das ist mal aufgrund der vergangenen Erfahrung. Dass wieder neugierige Leute lesen sollten. So, passt. Okay, habe ich. Gut. Next, würde ich sagen. Okay. Dann habt ihr noch was für einen letzten YK-Auftrag, was wir auf jeden Fall brauchen von denen? Ich nicht. Nein. Genau. Und Nicht, Brian dass ich hatte alle als wüsste. einziges ursprünglich noch was reingeschrieben wegen einer Grafik für die Stadtrundfahrten. Da meinte ich aber, dass wir da wahrscheinlich doch irgendwas. Entweder hast du da was komplett Eigenes baust, beziehungsweise man da was mit der Vorlage relativ easy bauen kann, was Ja. auch relativ individuell ausschlaggebend ist. Ja, das Oder? sollte man auf jeden Fall hinbekommen. Also auch so ein bisschen im Stile der, wie wir es ja auch für die Werbung, Buswerbung, Werbung haben. Oder so, das denke ich mal, kriegst du auch hin. Ja. Da was Schönes draus zu bauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, weil dann würde ich jetzt mal das angehen, unseren Plan von wegen. Wir hören mal nach, was denn ist mit. Wir machen einen Deal, dass sie uns nicht auf den Piss gehen, wenn wir mit dem Corporate Design selber weiterarbeiten. Dann würde ich das mal nach dem Jubiläum mal irgendwie angehen. Ja. Nächster Punkt kannst du erstmal überspringen, dann kommst du später nochmal. Ja, warte, ich schreibe mir nur gerade eine Ah, Schmarrnung auf, dass genau. ich Ist das Corporate? Die Scheiße, wie ich es gerade denke, dass ich das. Schreib einfach CI, ansonsten als Abkürzung. Ah ne, CD, Corporate Design, ja. Habe ich als Punkt? Next. Dann, ja, warte, ich muss gerade kurz wieder in die Kunden zurück. Dann, obwohl, ja gut, ich wollte gerade sagen, das ist, Der kommt noch ja, mal. der kommt nochmal. Extra Karte für jeden Ausbilder. Krankaufteilung wegen FBM, Platzproblem. Platzproblem existiert ja eigentlich nicht. Nein, ich weiß nicht, wo ein Haben wir. Platzproblem hat. Ja, das war, glaube ich, hatte er schon reingeschrieben, bevor wir das mit oben gemacht haben. Ah ja. Achso, oder. Ja, aber theoretisch. Achso, das FPM mit deren Zeug einfach mit den Ausbildern zusammen den Schrank sich teilt. Und den Karten, oder wie meinst du das, Stilo? Ja, genau. Ich meine, so viel Kram ist jetzt wohl mit dem Regal nicht drin, dass die jetzt so ein riesiges Regal für brauchen. Ja, bin ich grundsätzlich bei dir.
Theoretisch haben wir den Platz aber auch, weil links der Schrank reicht eigentlich auch noch vollkommen aus. Der einzige Punkt, den ich tatsächlich sehe bei Extra-Card für jeden Ausbilder, ist eher Brians Extra-Punkt dazu, dass, wenn die Karten weg sind, der Ausbilder selber sich drum kümmern muss. Und Ja. selber dafür zuständig ist, dass er seine Karte wieder kriegt. So, dass man quasi sagt, man macht eine, den Punkt finde ich auch gut, man macht eine Schlüsselkarte für jeden Ausbilder, vermerkt das in seiner Personalakte, was das für eine Schlüsselkarte ist. Und Ja, die gibt er aber dann an beziehungsweise die die kann man ja in der Zugangsverwaltung so benennen oder so, und auch ja. dem Mitarbeiter zuweisen. Ja. Und dann ist er dafür selber verantwortlich. Finde ich eine gute Idee. Ja, dann lass das mal jetzt nicht für die Dienstbesprechung gleich aufschreiben, sondern lass mal demnächst wieder eine Ausbilderbesprechung machen und das da dann ansprechen. Aber ich würde es als Punkt aufnehmen wollen, dass wir das nicht vergessen. Oder soll ich das, oder soll das mit runter in den Ausbilderbesprechungspunkt? Ja. Und Okay, dass wir cool. gleich gegebenenfalls ansprechen, dass wir jetzt demnächst wieder eine Ausbilderbesprechung machen. Okay, kopierst du das nachher runter, weil dann gehen wir jetzt nicht so rein. Ja. Dann schreibe ich das da auf. Okay, dann machen wir es dann aber auch, weil dann brauchen die Ausbilder ja den Schrank in der Info nicht mehr, richtig? Nö. Dass man Nee, nicht wirklich. beziehungsweise insofern, ich würde den Zugang trotzdem lassen, den aber trotzdem dann fürs FPM nutzen, weil Feuerlöscher und Erste Hilfe Gedöns und so. Dass da Ja. nochmal mehr Leute darauf Zugriff haben. Ja. Aber ich Okay. würde das erst nach dem Event jetzt ändern, damit wir da ne, die Gutscheine zu alles hin erstmal lagern können. Ja klar, das können wir machen. Das war die Info dann für erstmal auch bis zum Event so lassen. Dann schreibe ich das mal als Für du, für die KW 25. glaube ich dann noch. Ja, für einfach Besprechung 18. Ja. 6. Okay, dann nehme ich den Punkt oben raus, dann haben wir das ja soweit. Gut, dann Moment, 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 das kommentieren. Okay, kann weitergehen. Dann Office und Pausen hatte ich reingeschrieben, weil mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass ein Teil des Fuhrparksmanagements gerne mal hingeht, 2 Stunden Office macht, Fuhrparkzeug machen und dann eine Pause ma dann noch eine Pause macht und dann erst weiterfährt. Heißt, die sind 1,5 Stunden raus aus Fahrdienst. Und sagen wir es mal so, also Admin her handelt es ja so eigentlich, Office ist, wenn du Office machst, dann brauchst du danach nicht noch eine Pause machen, wenn du Ja. weiterfährst. Sehe ich auch so, weil die Pause liegt danach. Meine ich, steht aber auch eigentlich sogar in der Dienstvorschrift, dass es sich auf Fahren bezieht. Ja. Ja, dann ist die Frage, wie wir es machen, ob wir es an Lanos weitergeben, dass der es innerhalb des Fuhrparkmanagements einmal ordentlich kommuniziert. Oder ob wir es gleich in der Dienstbesprechung machen, weil ich würde es eigentlich ungern in der Dienstbesprechung machen, wenn es eine Sache ist, die eigentlich mehr Ja. das FBM betrifft. Wird das, glaube ich, auch Herr Lanus weitergeben, dass er das auch mal Ja. kommuniziert. Das wirkt auch ein bisschen schöner. Ist dann nicht auch nicht vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, ne, für die anderen, wie es da betrifft.
Ja. Also, wenn Sie, ich meine, Sie haben jetzt eine große Runde, könnte man wieder sagen, so, irgendjemand guckt wieder nach, wen es betroffen hat, so. Ich würde es in eine kleine Runde direkt beim FPM anbringen. Ja. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, Pablo hat das jetzt ein paar Mal gemacht. Ich glaube, James auch mal. Aber da bin ich jetzt nicht sicher. Bei einzigen, wo ich es auf jeden Fall weiß, ist, dass Pablo gemacht hat. Ja, gut, da sind wir uns einig, dass das ein bisschen Ja. doof ist. Andalana muss darauf hinweisen, dass er an die Mitarbeiter des Mitarbeiter des FPM kommuniziert, dass bezahlte Pausen nur für den aktiven Liniendienst und nicht für SPM-Office-Tätigkeiten gedacht sind. Ne? Ja, weil kann man ja auch damit argumentieren, da geht es ja vor allen Dingen um Lenkzeiten. Ja, genau, richtig. Konzentration im Ja, Fahrdienst, genau. du hast schon eine Fahrtpause gehabt. Uhrzeiten, genau. Wer macht das von uns? Der, der ihn Kann zuerst ich sieht, oder wie auch immer machen. das machen soll. Ja, wer ihn zuerst sieht, schrägstrich ich. Gut, Aber ich du musst glaube, Landers ist was. ja gleich eh da, oder? Nee. Nee. Ist nicht da? Also, Gut, beziehungsweise er ansonsten. hat mir gesagt, er weiß nicht, ob er schafft in dieser Besprechung. Eventuell ist er nicht da, aber er ist auf jeden Fall so ab 19 Uhr heute da. Okay, ja, ansonsten ist Matt ja gleich da. Dann, ansonsten sage ich es ihm einfach, dass er es in die Gruppe schreibt bei denen. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. Ja, weg. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Okay. Ja, gut, dann noch was zu dem Thema. Gut, dann Tilo, Änderungen, Leitfäden sind fertig. Abteilungsleiter in Busfahrerleitfaden noch relevant? Nein. Abteilungsleiter existiert seit fast einem Jahr nicht mehr, der Rang. Okay, dann lösche ich das nachher noch aus. Gut, dann noch kurz, ja, Zusammenfassung. Also ich habe alle FPM-relevanten Sachen geändert. Das habe ich heute früh gemacht und dann vorher nochmal. Und alles, was wir besprochen hatten, habe ich jetzt schon fertig umgesetzt. Okay, was war hier mit Anpassung Senior-Voraussetzung? Fuhrparkmanagement ist Ach raus. so, okay, ja gut, das, ja. Okay, na ne, gut, dann passt das ja. Das würde ich dann nachher noch kurz vorstellen in der Besprechung. Ja. Hatte ich heute meine 5 Minuten gehabt und hab. Vielleicht war ich heute schon um 6 Uhr morgens hier. Ja, kann man machen. Okay. Gut. Dann passt das ja, steht ja auch schon unten drin. Dann hatte ich die Tage noch wir hatten ja jetzt diese Busfolierung für die Jobwerbung. Ja. Wäre jetzt eigentlich als Dauerding mal draufpacken lassen wollen. Wollen wir das diesen Monat schon machen oder wollen wir dann mit nochmal einen Monat warten? Was jetzt LST-Job angeht, oder was? Da hatten Würde wir ich einen ja, Monat wir mit warten. unsere, wir suchen dich. Ich wollte gerade sagen, hätte ich nämlich jetzt eigentlich auch gesagt, weil wir haben aktuell so einen starken Zulauf, würde ich, glaube ich, für danach den Monat reinpacken dann. Ja. Vielleicht haben wir bis dahin dann auch wieder ein paar Busse mehr frei. Ja. So. Ja, das war auch noch der andere Gedanke, weil wenn müsste es dann jetzt auf Bus 4. Und dann. Weil wenn alle verlängern und Lanos bucht, dann haben wir dann hatten wir nur noch Nordbusse frei. Ja, deswegen. Ja. Von daher, nee, passt doch gut. Dann die ganzen Event-Shuttles. Ja, genau. Würde ich gleich den Paradise-Spendenlauf. Ist aber beides wirklich reine Shuttlefahrten, richtig?
Was soll es sonst sein? Ja, nicht keine, auf jeden Fall Linienabdeckungsgeschichte. Nein, das ist eine Shuttle. Okay, dann weil man es bei Paradise ja schon mit der Linie abdecken könnte, aber die wollten Shuttle explizit ja haben. Ja. Nee, dann mach. Machen wir so, dann mach eine Bestellung für auf. Von wegen Shuttle-Dienst. Also jeweils eine Shuttle-Bestellung, wie wir es ja auch für alle anderen Shuttles auch gemacht haben. Und schreibt die Details rein, Eintragungsmöglichkeiten und gut ist. Also so wie wir es ja sonst auch gemacht haben, dass die Leute sich dann jetzt auch anmelden können. Wir können es gleich auch noch, die ersten beiden können wir auch schon anmerken. Das letzte würde ich halt jetzt noch nicht machen, erst wenn genauere Sachen drin sind, aber die anderen beiden können auch noch nicht mehr. Nö, ich weiß nur, dass es da stattfindet und dass wir da fahren sollen. Dann, ja. Ja. Können wir dir weiterhelfen, Toshi? Ich wollte noch Hallo sagen und mich schnell eintragen. Ich bin dann auch sofort auf Tour. Ich wollte dich jetzt auch nicht stören, wenn ihr da was bereden wollt. Ich habe gerade Admin-Besprechung, alles gut, passt schon. Okay. 16. Ja, dann fahr ich eine City 1, das ist ja gerade sonst niemand auf Fahrt. Alles klar, ja, dann bin ich auch schon wieder weg. Dann jo, viel Spaß. Und ja, dankeschön, Martin. Jo. Ja. Okay. Okay, gut, dann. Machen wir das so. Dann, Abwesenheit Luna. Ich bin seit 8 Tagen nicht da. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie im Kopf, dass sie meint, dass irgendwo eine Abwesenheitsmeldung gewesen wäre, jetzt für den Zeitraum, aber. War scheinbar nicht, weil ich habe nichts gefunden, deswegen ist sie seit 8 Tagen nicht da gewesen. Ist aber auf Venture aktiv. Zumindest heute war sie auf Venture aktiv. Sie hat ja auch diesen einen Beitrag dokumentiert von dem Dingens da, von dem. Ja. Mann, sie doch mal an. Scheint nicht recht. Ja, dann schreibe ich in meine SMS, dass sie sich mal bitte bei mir melden soll wegen Anwesenheit. Gut. Dann mal gucken, was dabei rumkommt. Sie müsste sich ja eigentlich dann melden, wenn sie ja unterwegs ist. Hake ich das erstmal besprechungsthementechnisch auch ab. Ja. Dann sind wir mit den orangenen Punkten durch. Event hatten wir gesagt, machen wir am Ende. Okay, Tilo. Seniorreife James Fragezeichen, John Montag Senior-Ausbildung. Genau, wie sieht es mit James aus? Wollen wir den die Chance geben? Ja, ich weiß nicht, warst du nicht sogar daneben, als wir drüber gesprochen haben? Also irgendwer von euch war ja daneben, als ich ihm die SMS geschrieben habe. Ob dass er sich ja mal um die Fortbildung kümmern sollte. Und hat niemand widersprochen, also gehe ich mal davon. Also angesichts der Tatsache, dass ich ihm eine SMS geschrieben habe, ey, kümmere dich mal auf dein, um die Fortbildung, weil du bist ein Kandidat für Senior-Busfahrer, ja. Okay. Also, ja, habe ich jetzt nicht mitbekommen, von daher, den Erfahrung. Ja, okay. Ich weiß nur, dass du die SMS an Tom geschickt hast.
Nee, die SMS habe ich eben nicht an Tom geschickt, weil ich mit ihm den Tag noch gesprochen hatte. Da warst du dabei, Finlay. Die habe ich an John und James geschickt. Und da standest du daneben. Du hast mich nur gefragt, ob du die an Dings aufschicken sollst. An Ja, ist Tom. doch Ja, egal. Ist doch jetzt ja. wurscht. John und James, aber egal. Auf jeden Fall ist sie rausgegangen. Heißt, da hätten wir vorher drüber diskutieren müssen. Aber ehrlich gesagt, er hat sich jetzt 3 Monate lang nichts Ja, erlaubt. Und sehe auch so. das ist für James tatsächlich eine lange Zeit. Also, Ja, sehe ich auch so. Okay. fände ich ein bisschen Ja, fies, ist schon okay, sehe ich auch so, bin ich ehrlich. dass man da dann sagt, okay, nee. Ich meine, er hat eine schwierige Geschichte, aber ehrlich gesagt, muss ihm ja auch mal eine Chance geben. Ja. Dann würde ich ihm deine SMS schreiben. Das Das weiß war. er. Das weiß ich eigentlich darum kümmern brauche. Aber du Also, hast ja gesagt, er ist ja soweit, ne? Also. er ist soweit. Also kannst du ihm, jawohl, kannst du ihm eigentlich auch mal eine SMS. Ja. Also er hat Ja, jetzt alle Verbindungen. er hat Dispatch, er hat Standardeinreise. Also Standardeinreise hat er ja auch schon so quasi, weil er in der Ausbildung das ja schon mitgemacht hat. Und das er eigentlich auch kann. Das sehe ich das Schwierige mit James Carr. Wissenstechnisch ist das ja bei ihm alles gar kein Problem. Das ist ein charakterliches Problem bei ihm. Ja. Die Voraussetzungen zum Senior erfüllt. Wird ja, Terminfindung kontaktiert. Okay, das mache ich dann nachher. Ja, und John passt ja dann Montag auch. Ja. Senior, Tom würde ich, wenn er jetzt aus dem Urlaub wieder zurück ist, noch dann Ende nächster Woche Richtung Wochenende auch tatsächlich schon Ausbilder ziehen. Das würde ich dann auch persönlich machen. Ich bin ja zeitlich so ein bisschen kompatibler mit ihm, sag ich mal. Ja. Kann ich auch dann selber machen. Okay, wird von Also auf Ausbilder sehen ist er ja jetzt schon. ja, Barry auf Ausbilder geschult. Gut, dann haben wir das auch. Dann wäre mein nächster Punkt die Sachen. Jep. Da geht es darum, dass es ja schon mehrfach aufgefallen ist, dass sie sehr, 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 sehr oft sehr viel auf Toilette rennt. Wofür sie nichts kann, aber es ist sehr schwierig, mit ihr eine ordentliche Ausbildungsrunde hinzubekommen, wenn sie gefühlt alle 10 Minuten aufs Klo rennen muss. Ja. Das wird schwierig. Grundsätzlich, ja. Ja. Ja, es ist schwierig, aber. Vielleicht mal andersweitig regeln. Ja, da muss sie sich vielleicht mal ein bisschen Unterstützung holen, ne? Yep. Ist nicht, wie man das am besten kommuniziert, so. Schwierig. Das war nur so das, was mir ja, also nicht von mir jetzt aufgefallen ist, so die letzten Tage. Ja. Ja, nicht. Ja. Ja, aber eigentlich sonst ist er echt super gut dabei, aber das ist halt Ja, dann das ist ja jetzt. schwierig. Das Deswegen ist. würde ich, will, also muss man halt gucken, Ja. wie man es dann regelt, aber. Ich weiß nicht, was ich vielleicht mal auch, dass sich da irgendwie mal beim MD irgendwie Unterstützung holt oder so. Dass sie auch Toilettengänge in den Griff kriegt. Ja. Genau. Gut, dann. Thema Umfahrung, das hat sich eigentlich Umfahren. soweit erledigt, glaube ich, ne? Ja. Also Ja. kann man Recht durch. eigentlich die Ankündigung rausnehmen, glaube ich. Ja, ich hätte sie jetzt halt noch ein paar Tage dran stehen lassen für den Fall der Fälle, aber ja. Wir können ja nachher mal die Kollegen fragen, würde ich vorschlagen, wie das jetzt die letzten Tage ging. Und wenn die überwiegende Mehrheit oder die Leute sagen, es geht, dann können wir die ja rausnehmen, würde ich vorschlagen. Also in den Akten, also in der Schichtplanung steht es nicht mehr drin.
Also nehmen wir sie so raus. Ja. Die Umfahrung. Sonst hätten sie es ja wieder eingetragen. Ja. Okay. Wenn die Leute denn normal gefahren sind, ne? Ja, sonst, also ich bin da ja auch gestern ein paar Mal so gefahren. Also ich habe da jetzt auch nichts mehr weiter von Problemen gehört. Also. Ja. Du merkst, dass wir gestern auch ohne Probleme lang gekommen sind. Also. Okay, hab ich. Und dann Ausweise, Shamrock-Karten in Personalakte verschieben. Du meinst diesen extra Kunden mit Ausweise, den wir da haben? Ja, das ist einfach direkt in der Personalakte mit einem Haken und Kreuz. Ja. Ne? Ja. Bei den anderen Kunden nutzt kaum jemand und ja. Okay, gut. Einfach ja. Gut, man mag das nicht. Okay, dokumentiere ich. Ausweise, Karten, Kunden. Ja. Ja, einfach. Einfach, ja. Das wäre dann Dings zu tun von Brian, ne? Ja, kann Brian machen, oder kann ich machen. Kurz sagen, ich bin eigentlich eher so aus der Fraktion immer der, der fragt. Ja, oder der in der Zeit hat. Die dort vorhandenen Einträge können, irgendwas sie nicht können, sondern sollten in die, nee, nicht sollten, sondern werden, nicht im Konjunktiv schreiben, werden in die Personalakten übertragen. Gut, dann sind wir mit dem ganzen Thema bis auf die Event-Dings durch. Jupp. Das geht schnell. Ja, wir können auch manchmal effektiv arbeiten. Ja. Ja gut, aber dafür ist Event jetzt so ein bisschen locker Brainstorming-mäßig. Was hatte ich denn noch alles? Ja gut, dann also Event selber steht mittlerweile soweit alles. Künstlertechnisch ist noch ein bisschen offen. Da ist jetzt, entscheidet sich jetzt am Wochenende, wie die alle Zeit haben. Da kümmert sich Paradise aber drum. Tom ist ja jetzt das Wochenende, glaube ich, bis Mittwoch oder so nicht da. Hat er aber in Vertretung weitergegeben, da wird sich drum gekümmert. Das dit läuft. Ansonsten Tombola technisch, ja, Sponsorings sind mittlerweile alle soweit. Door. Ja. Ganz eigentlich alles Sales so und klärt sich Dienstag. Ob die können oder nicht, ne? Wegen Getränken. Genau. Genau, da ist dann Plan B Sallys. Und sonst, ja. Wie gesagt, finanziell haut es auch ziemlich genau hin mit meiner Kostenkalkulation, glaube ich. Warte mal kurz, jetzt sind Paradise Auto und FM Pictures sind die Sponsorings auch da. Wie viel ist dann jetzt noch ausstehend an Geld? Wir haben gar nichts mehr. Zumindest in der Aktenhüfte ist alles abgehakt sein muss. Oh, nee, Shamrock nein. Fehlt noch. 2000 von Shamrock fehlen noch. Und, ja gut, wir sind jetzt bei Berichterstattung. Heißt, das müsste ziemlich genau, je nachdem, wie das Angebot jetzt von Meriwether ausschaut. Und dann, müsste das aber finanziell ziemlich genau Punktlandung sein, dass die Eventkosten selber plus minus null sind. Mit dem Sponsoring. Das Einzige, was eventuell von LST-Konto abgehen würde, ist halt nochmal ein Zuschuss für das zu verlosende Auto.
Das werden ja den Großteil Brian und ich privat machen, plus wahrscheinlich nochmal ein bisschen LST. Je nachdem, was wir halt am Ende kaufen will, was Diamond Cass zahlt, also was Diamond Cass haben will. Und dann gucken. Weil aktuell sind wir eigentlich so ein bisschen auf dem Schaman am Auge machen. Das ist ja hier dieser neu importierbare Benefactor. Naja. Ja. Ansonsten ist halt jetzt die Frage so Tombola-Ablauf, also und generell noch so ein bisschen ablauftechnisch. Also Tombola-Ablauf, also zumindest ich würde erstmal mit dem Losverkauf anfangen. Ablauftechnisch, Losverkauf kann man ja dann schon jetzt. Ja, genau, dann wollte theoretisch da vorher starten, wenn wir mit dem Marketing starten. Ich hätte gesagt, dass wir quasi ab dem 12. dann, also ab Montag, dem 12. dann Lose verkaufen hier. Immer zu festen Zeiten, die wir dann auch ankündigen und ja. Ja, ich würde nur immer zu groß Losverkauf vorher machen. Das ist 90% eher auf dem Event. Ja, aber wenn ich hier ein, zwei Stunden sitze und Sachen mache, kann ich die mal auch lose verkaufen. Ja, kannst du auch machen. Also, tu dir keinen Zwang an. Ich würde es nur nicht zu krass auf Ventures, wenn ich würde viel mehr eher das Marketing auf. Kommt alle Samstag zum Event anstatt. Wollt ihr nicht schon lose kaufen machen? Ja, das ist ja auch. Das geht ja einher. Da halte ich nicht raus, das ist mir total egal. Dass man das dann so. Post aushaut mit hier Samstag Event, bla bla bla, bla 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 bla, so ganz klein unten drunter, so könnt ihr jetzt auch Halle kaufen. Ne? Na, ja, ich würde es vielleicht auch, wenn du es cool machen willst, kannst du es ja auch auf Linie verkaufen. Ja, ich nehme ein paar Dinger mit. Dass du hingehst und sagst, hey, wir sind jetzt auf der City 1 unterwegs und ihr könnt einfach auf der City 1 mitfahren, an der Haltestelle warten und loskaufen. Ja. Fände ich auch ganz witzige Idee. Mhm. Grundsätzlich würde ich aber halt sagen, machen wir das meiste am Event selber. Da würde ich dann auch noch, also würde ich gleich auch generell in der Dienstbesprechung, würde ich auch noch mal ein bisschen über das Event quatschen. Mhm. Am Ende und unter anderem würde ich auch gucken, dass wir vielleicht ein, zwei Freiwillige finden, die die Lose auch so ein bisschen mitverkaufen. Ja. Wer Bock drauf hat. Ich habe mir tatsächlich aber überlegt, dass gerade wenn wir so zwei Leute haben, die gleichzeitig Lose verkaufen, damit die Nummer nicht doppelt vergeben, ich schon die Lose quasi voranfertige, so immer wieder so ein paar Stück. Mhm. Ne, dass wir die da einfach im Schrank liegen haben, die sich dann einfach immer nach und nach die Lose ausnehmen. Ja, kann man eigentlich auch machen. Ist halt die Frage, wie der Andrang ist, aber grundsätzlich auch. Also ich glaube, wenn ich so mindestens immer so erstmal am Anfang, kann ich auf jeden Fall gut welche Form halten, gehe ich mal von aus. Ja. Ja. Denke ich eigentlich auch. Also ich werde mindestens so viel Lose schon mal vorbehalten, wie wir Preise haben, weil, ja. Ja. Nur wir haben ja eh gesagt, es gibt keine maximale Anzahl an Losen, weil zum Beispiel Sexton hat ja hier maximal zwei Lose pro Person. Wieder, warum auch immer. Verstehe ich nicht. Aber ja. Nicht mein Thema, halte ich mich raus. Ja, muss man ja manchmal nicht verstehen, wie andere Sachen machen. Genau, und dann, ich weiß nicht, ob Brian oder ich das mache. Schon mal eine Excel-Tabelle dann auch anlegen mit den Preisen. Ja. Ne, am besten auch in der Cloud, würde ich sogar schon fast sagen, weil dann kann ich nämlich einfach nebenbei immer die Losnummern, die das gewonnen hat, dann eintragen.
Dann können wir das so ein bisschen zusammen machen. Nicht, da wird irgendwas protokollieren, sondern müsst ihr mir Bescheid sagen, aber das ist jetzt gerade viel. Ja, nee, das ist Nö. gerade mehr Okay. so komplett Brainstorming. Ich schreibe Ja. das, was wir gleich kommunizieren. Okay. Genau, das kann ja einfach erstmal so Ablauf, Tombola und so und ja. Jo. Wie gesagt, Tombola schalte ich ja dann um 21:30 Uhr, ne? Nee, Tombola geht um 21 Uhr schon los. Meinst du? Ja, auch noch keine Stunde Tombola. Brian will. Braucht Zeit. Oder? Keine Ahnung, oder 21:30 Uhr, ich weiß gar nicht. Was steht denn im Plan Nicht drin? 21:30 Uhr hatten wir eigentlich Dann gesagt. 21:30 Uhr. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem länger als 22 Uhr brauchen. Ja, dann ist das halt so. Dann gibt es da den Hauptgrill halt nach dem Feuerwerk. Und du meinst das niegelnagelneue Schama? Ganz genau das. Was für ein Schama? Nee, aktuell schaut es ja stark danach aus, dass wir uns hier diesen Schaman für die Verlosung kaufen. Und wir scherzen die Okay. ganze Zeit, dass es sich ja fast anhört wie Schama. Deswegen immer der ganze Zeit hier rangeht. Das Nigelnagel, neue Schama. Und Brian hat das halt so super laut mit seiner Stimme, Ja, ich wollte also. gerade sagen. Also Brian ist einfach der beste Verlosungsmeister überhaupt. Ja. Das hört sich gut. Genau, weil damit ich nämlich sagen, dass wir da bis 21:20 Uhr Lose verkaufen. Vor 21:25 Uhr. Bis es losgeht, Punkt. Ja, gut, dann muss ich mir aber schnell Infos noch holen, weil was das letzte Lose ist, was verkauft wurde. Das ist eine Sache von einer Minute, Ja, mein okay, dann machen Guter. wir bis 21:30 Uhr Losverkauf. Und das ist eine Sache. Also, wenn. Ende ist es Ende, Punkt. Also, wenn ja noch um 21:30 Uhr auch noch 5 Leute stehen, dann werden die nur eben schnell abgearbeitet und gut ist. Okay. Dann. Andere Sache, die ich nochmal überlegt habe, wir haben ja auch mal irgendwann so ein bisschen hier bei, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren im ersten, bei der Eröffnung, hatten wir es ja so ein bisschen Tag der offenen Tür gemacht, das so für Leute, die mal Bock hatten, mal ein bisschen hinter die Szenerie zu gucken. Auch so Minitouren gemacht. Wollen wir das auch wieder machen? Ja, so ein bisschen eine Behind-the-Scenes-Tour. Hinten Büro zeigen, Garage zeigen, generell. Wie läuft das hier überhaupt? Ein bisschen behind the scenes quasi. Jo, klar, warum nicht? Tag der Ja. offenen Tür mäßig. Ich dachte immer, es ist wirklich mal ins Bus fahren. Ich war so komplett verwirrt. Hi, Jack. Na? Wie war's Also mal so ein Busfahren? bisschen hier OOC. schnuppern im Gelände auch so, ja. Achso, werde sie unterwegs. Okay. 2000? Weil das muss ich mir aber noch irgendwo anders mit aufschreiben. Daran denke, das vorzubereiten. Also was ich auf jeden Fall machen muss, ist bis genau, bis Samstag muss ich den Banner fertig haben, glaube ich. Bei Wiese News. Ja, wenn dir das Spaß macht, könnt ihr Weil das. dann Ja. geht ab 11 Ich werde nach 9 Stunden müsste jeden der Tag Menschen um mich Livestream. rum, wo ich 11, keine Menschen sehen muss, 12, aber. 13, 14, 15, 16, 17. Genau, 7 Tage. Wenn dir das Spaß macht, Feuer frei. Okay. Dann machen wir ja noch dieses Quiz. Ja, jetzt nur die große Frage, wollen wir das wirklich Das klingt gut. also machen wir wahrscheinlich ja so Aftershow-mäßig.
Also quasi Aftershow-Party-mäßig. Machen wir dann auch wirklich nur mitarbeitermäßig und Leute, die extrem Bock drauf haben und denken, sie können mithalten? Ja, will ich sagen. Also, weil ansonsten entweder muss die Mitarbeiter ausschließen halt oder ein anderer. Und ich glaube, es ist auch ganz witzig, einfach zuzusehen, wie sich ja Na. die Buswache untereinander so ein bisschen kloppen. Okay. Sollen wir das schon anteasern oder Will ich erstmal noch nicht. Wenn wir nächste Woche dann anteasern, wenn wir Ja, dann auch aber schon mehr Inhalt haben. ich tease ja nur an das Open End Schrägstrich Aftershow Party Ja. auch Programm haben werden kann Programm haben wir. Und wir haben ja auch irgendjemand noch nebenbei unser Hasenmäher, ne? Ja, achso, da Jo, viel müssen wir auch Spaß, noch Jack. irgendwie ein, zwei Gewinne von den halbwegs soliden Gewinnen müssen wir da auch nochmal für überschieben. Und wir müssen nochmal gucken, was wir jetzt LST-seitig an Gutscheinen machen. Ich finde also Das ist auch Eventplanung noch ist so eine gute gar nicht Frage. meins. Merkt man vielleicht, ich halte mich gerade mega Oh, raus. wie? Oh, wie? Ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, dass wir ein paar Ich Tobi-Gutscheine würde die und ein paar beiden besser machen. Ich bin neben der Sensei Gründen, der Gutscheine Mitte machen. Ja, hätte ich auch gesagt. Die Oder Frage, so. wie viel wir nur machen. Also ich hätte gesagt, drei Tobi und zweimal eine gesamte Sightseeing-Tour für bis zu 10 Leute. Ja, gut. Ja. Ich hätte tatsächlich 2-2 gesagt, aber ja. Ja, Halb 2 ist auch noch in wir haben Ordnung. Knussmann auch drei Tobi-Gutscheine gemacht. Ja, okay. Ja, Und dann würde ja. ich sagen, machen wir einen Tobi-Gutschein auch für Rasenmäherrennen zum Beispiel. Ich hätte auch gesagt, dass man vielleicht von der Kartbahn aus einen der Gutscheine da Kann man auch machen. thematisch passend. Einmal Tobi Tagesgutscheine. Also ich hätte, wie gesagt, für das Hasenmärchen hätte ich drei Preise gesagt für die ersten drei Plätze jeweils. Ja. Insgesamt halb für den ersten, halb für den zweiten, halb für den nein, so. Okay, gut, dann habe ich das mal für die Jubiläumsfeierkunden eingetragen. Okay. Gut, haben wir es dann? Auf Haben unserer zu dem Thema. jetzt 2 Kunden für Jubiläumsfeier? Nee. Wir haben eine für die ganz, einen mit den ganzen Sponsorings drin. Was hast du alles eingetragen? Ich habe unter Sponsoring ab $3.500 habe ich Los Santos Transite mit dreimal Tobi-Tagesgutschein und zweimal Sightseeing-Tour. Gutscheine. Ah, okay. Ich war gerade am Überlegen. Ist ja kein Problem. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Boah, haben wir sonst noch irgendwie Themen? Das Event? Ich glaube nicht. Okay. Oder fällt euch gerade noch spontan was ein? Ich halte mich da raus. Aber eigentlich Ihr seid planen wir da das ganz drin. gut. Ist auf jeden Fall gut an, ja. Wird dann so ziemlich die abwechslungsreichste Feier, die wir bisher haben mit der ganzen Planung. Ja.
Wie gesagt, Tobi ist soweit auch quasi fertig. Fehlen nur noch die restlichen paar Logos. Ich hab's Impacts eben bei Tricks auch versucht, ist keiner angegangen. Okay. Naja, aber die haben auch heute und morgen offiziell geschlossen. Ja, dann. Aber ja, ich brauche halt bis Dienstag aller spätestens dieses Logo, sonst kommst du nicht mehr mit auf den Bus. Ja, klar. Ja, gut, aber es wird schon klappen. Ansonsten gucke ich mal, dass ich Billy direkt rankrieg. Mhm. Und die Nummer komme ich, weil, ja, das ist ja Hocus 6. Ah, ja, gut. Kriege ich das schon irgendwie informiert? Jetzt ruft er einfach noch 400 oder an. Lags ein Alice Transit, hallo. Hi. Wer mit die 100 rum hat. Wo fährt gerade keiner? Stimmt, Schienen links, bin ich dumm. Toshi fährt eigentlich, aber wir haben es 28, also steht er hier. Weil die Hotline nicht besetzt ist, deswegen. Keine Ahnung. Wirklich mal fragen, ob das jetzt gewollt ist oder so. Boah, ich bin auch einfach nur lost, seine Mutter. Ich habe ja die Rechnung verschickt und die ich nicht fertig ausgefüllt habe. Ich habe bei der Pridebus-Rechnung vergessen, bei Dienstleistungsname für den Verwendungszweck trage ich eigentlich dann immer ein Werbung, Shuttle, Fahrt, Omega oder sonst was, so, wofür es halt ist. Und da habe ich jetzt aber vergessen, das auszufüllen und dann steht jetzt hier einfach nur Dienstleistungsname. Baby, hattest du gerade die 100-100 gehabt, oder? Nee, ich habe die 100-101. Okay, weil die 100 noch nicht besetzt ist, ruhig was um zu scheren. Hi, Tilo. Hallo, fährst du jetzt die Runde noch? Die 01 wollte ich gerade noch fahren, ja. Okay, nimmst du bitte die Hotline noch? Ja, mach ich. Kein Alles Problem. Klar. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Haben wir denn sonst noch irgendwas auf der To-Do-Liste? Nur so ein anderes Thema, weil ich würde ganz gerne Paradise Outdoor Bus 9 geben. So, ne, für die Vollfolierung tatsächlich. Weil? Der Bus eh schon orange ist. Und ich hoffe, dass ich bis dahin dann auch die Schlammbock-Vollfolierung habe. Dass sie dann ihren Nordbus bekommen. Ja. Ne? Liegt es ein bisschen auch mit daran, dass du den blauen Bus behalten willst? Also ich sag mal so, ich hab, das war Lados Vorschlag tatsächlich, aber ja. Und ich dachte, ja, ist eigentlich ganz gut, weil dann haben wir nicht zwei orange Busse nebeneinander. Ja, Gegenvorschlag. Obwohl, nee, warte, der eine rote Bus ist eh mittlerweile lila. Okay, ja. Achso, der soll auch, ja gut, Kernfarbe bleibt orange, ja, nee, dann spricht ja mit Tom und ne? Soll das ja passen. Weil er hat ja eh gesagt, er hätte schon dann auch ganz gerne so orange hintergrundmäßig eventuell vielleicht. Ja. Na, auf jeden Fall soll den orangen Bus für oranges Unternehmen haben, wenn das andere grün-weiß orange Unternehmen anderen Bus eh nehmen für eine Vollfolierung. Haben die denn sich schon geäußert wegen Vollfolierung, was sie da haben wollen, oder machst du das? Also jetzt, Femme auch meine ich.
Also sagen wir es mal so, Victor hatte ja gesagt, ihm ist es scheißegal. Okay. Oder? Victor hat, ich hatte mit Victor gesprochen, die kommen, der ist damit fein, dass sie auf den Nordbus kommen. Boah, ist eh die beste Werbefläche. Tatsächlich. Ja, also von daher. Und die Folierung okay. Hätte ich ja eh ich für Stromkampfraum an. Okay. Haben sie ja schon gesagt. Also. Mhm. Jo, gut, dann ist das ja easy, dann geht das eigentlich, ne? Sobald das halt dann durch ist, kann man das ja. Ja. Ja, es wird ja, glaube ich, eigentlich nur, ist ja aktuell nur, dass sie aufs Geld ein bisschen nochmal sparen wollten, dass die sich das entspannter leisten. Genau. Ja. Aber wie gesagt, Tom hat ja auch schon gesagt, bei ihm alles jetzt auch nicht. Er hat ja erstmal, ne, also. Naja. Ja, gut, okay. Wir können das nämlich mal alles zusammen machen. Hm. Ja, macht ja Sinn. Ja. Ja, dann Nordbus haben, der so dann grün-weiß-orange so hat, das ist schon mal einen ganz guten Kombi, wenn man das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er schwarz wird als Grundfarbe. Okay. Ich hätte auch nichts gegen. Ja. Stimmt, schwarz haben sie auch relativ gut als Logo bei sich, ne? Schimborg. Ja, so ihr Speedo ist schwarz. Tatsächlich. Und dann halt, also matt schwarz und dann halt die Sachen dann immer. Aber wenn sie den Bus im Matt schwarz haben, dann müssen sie erstmal selber lackieren lassen. Weil ich da auch vielleicht mal drüber reden könnte, weshalb, als ob man da vielleicht dann auch eine Lösung für findet. Ach, schauen wir mal. Jo, mal gucken. Ja. Das wird verspannend dann. Wenn wir schon mal beim Thema Farben sind. Oh Gott, ja. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit Bus 3? Ja. Da gab es ja mal die Diskussion, lassen wir das so, ändern wir es, weil das zu nah am Blecki ist. Ja. Mein Problem ist, also, das war so teuer, ich will es eigentlich nicht. Das ist halt so. Ein sandgesetztes Geld. Ja. Das ist mein Problem. Das fühle ich ja. Aber ja, es ist halt zu nah an Blackie eigentlich. Deswegen eigentlich würde ich es halt auch ganz gerne. Also ich höre relativ viele Stimmen aktuell Richtung gelber Bus. Ja, mhm. Ja, ja. Vor allem eine sehr laute Stimme. Ja, eine sehr laute. Würde ich vielleicht mal nächste Woche oder so nochmal angehen. Vielleicht nochmal, wenn wir eine etwas kürzere Dienstbesprechung haben. Du meinst die Kollegen nochmal fragen oder? Mhm. Hm. Was kam denn? Haben wir diese Dings noch raus, diese Umfrageergebnis? Ich glaube, die bestimmt irgendwo, aber ja. Ich glaube, gelb war doch relativ weit vorne, ne? Ja, wobei ich dann halt nochmal nach der Gelbfarbe ein bisschen vor Ort schauen würde. Am Ende mal. Ja. Also es gibt eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten, was wir da in Farben nehmen können. Also das ist halt. Ja, tatsächlich eigentlich nur noch gelb. Oder nur gelb, halt weiß weiß ich, dass es raus ist. Aber, ja. Braun sieht scheiße aus bei Bussen und ja. Nicht nur bei Bussen. Was anderes gibt's nicht. Also. Schon. Außer halt, wenn man das wirklich für Fleischen bekommt, in einen schönen Silberton, aber das ist halt sau schwer, ne? So. Ja, und dann müssten wir da auch dann die Folierung, glaube ich, einfach solche Schriftzüge in schwarz aus und eventuell. Ja. Und bei einem Silberton müsste man eigentlich für gutes Silber auch einen Pearl-Effekt auflegen wieder. Mhm. Ja. Ja, gut, das könnte ich so nur damit bezahlen, ist ja nicht schlimm, aber. Ja. Es ist halt sau schwer, in ordentlich Silberton zu machen. Silber würde ich halt auch führen in so einem Bus. Das sieht auch nicht ganz geil aus. Ich kann ja mal ein paar Farben testen. Ja. Ich wollte gerade sagen, also wir können es ja mal einfach entspannt
hingehen und gucken. Ja. Ist halt auch nochmal eine finanzielle Frage, weil mit dem Event und so, ich will halt, also wir, ich sag mal so, das freie Gelderkonto ist die letzten Monate halt schon gut runtergegangen. Mhm. Das muss ja nicht heute, nicht morgen, nicht nächste Woche, auch nicht übernächste Woche und nicht in 3 Wochen sein. Aber das, was wir halt einfach mal im Hinterkopf haben, ne, dass wir da vielleicht uns auch mal Gedanken machen. Ja, also ich würde mal abwarten, wie viel jetzt, wer jetzt noch alles verlängert. Wenn jetzt tatsächlich alle verlängern sollten, dann können wir es auch von mir aus zeitnah angehen. Ansonsten würde ich vielleicht noch mal einen Monat warten. Das hört sich gut an. Hast du denn schon eine Rückmeldung von Seabreeze irgendwie bekommen? Nee. Muss ich nochmal anrufen. Gut, weil das wäre nämlich auch für Lalas und mich gut zu wissen. Ja, und mit der Special weißt du auch noch nicht, ne? Nee, Layla, ach so, Layla hatte mich heute Nacht um 1:30 versucht zurückzurufen. Ja. Da war ich gerade, glaube ich, eine halbe Stunde im Bett. 1:30 ist auch mutig. Ja, ich bin ja noch gestern bis 1 Bus gefahren. Ja, aber auch nur 1:30 ist mutig. Gut, ansonsten haben wir sonst noch irgendwas? Ich würde ansonsten tatsächlich dann nachher nach der Dienstbesprechung direkt verschwinden. Das ist aber nichts mehr, glaube ich. Ja. Okay. Okay, wollen wir dann mal eben Themen schon mal sortieren? Mhm. Mach die ganzen Leitfäden-Themen. Okay, machst du dann auch einmal den Hinweis von wegen Casa Adressen eintragen? Ja. Und du hast auch noch dann Thema nächste Ausbilderbesprechung, dass wir da jetzt auch mal zeitnah eine machen. Wollen wir die? Ist auch bei mir schwierig. Der ist ja nur erstmal jetzt gleich. Hey. Was soll sagen? Das heißt, er kommt ja. Und dann Termin. Ja, genau. Ja. Und Termin können wir ja dann in der Gruppe machen. Ja. Hm. Aber ich bin auch nach der Besprechung dann direkt Leute weg. Ich bin ein bisschen Matsch im Kopf die letzten 2 Stunden. Ja. So. Okay, Finlay, machst du einmal den Reminder, dass alle, die in die Venture-Schulung haben, auch Werbeposts machen sollen und für den Spendenlauf? Wann ist es? Ist der 7. Beziehungsweise Mittwoch? Die Event-Shuttles generell? Ja, ich bin gerade schon mal da, aber es ist Mittwoch bei der Bestellung dafür. Also die Event-Shuttles, was du dir einmal erwähnst. Theoretisch, wenn richtig viele Leute da sind, kann man natürlich, also kannst du vielleicht auch erwähnen, wenn wer auch Bock hat, kann man auch ein Mitarbeiterteam gründen noch spontan. Mhm. Genau. Gut. Ansonsten mache ich dann noch. Ich würde dann sagen, erst macht Finlay seine Sachen, dann Thilo und dann gehe ich am Ende mit Erweiterung Dienstnummer auf 35 und dem ganzen Event-Gedöns. Ja.
Geil ist ein eventuell, mal gucken. Hier sollten egal sein, okay. Das hört sich aber nicht so gut an. Keine Zeit mehr oder Lust mehr auf Lucky oder wie kommt's? Aber schön, dass wir die ganzen Themen geschafft haben. Ja, ich bin überrascht. Okay. Jo. Aber gut, wir haben ja auch fokussiert heute, das ist heute alles gemacht, ohne dass irgendwie ne, 1000 andere Themen noch dazwischen kamen. Ja. Oder angesprochen wurden. Wir waren ja auch mehr als kleine, sagen wir mal, als nichts Großes. Bis auf Dingens, bis auf das Event. Ja. Oh, ah, die Dinge sind alle hochgeladen, die ganzen Leitfäden. Gut, dann gehe ich nochmal kurz aufs Klo, dann bis gleich. Und doch gerade Patty findest du die sehr. Ja. Oh, ich glaube, ich gerade nicht gemutet, aber ja, passt. Oh, ich bin gleich voll müde, ey. Sky Chat.
So. Die ist gerade richtig, wenn ich das richtig sehe. Hallo. Hallo, Tilo. Sag mal. Mir fällt das jetzt erst auf, dass bei den Bussen die ersten drei Fenster, ich muss jetzt die hier als hinten. Bei den City-Bussen. Okay. Wow. So. Hallo. Hey, Tilo.
Ich hätte gerne einen Tropical Eisbecher und einen Vanilleshake. Ein Tropical und einen Vanilleshake. Okay, genau. Und sofort. Dankeschön. Dann habe ich hier für dich wunderbar Tropical und den Vanille Shake. Hey, danke schön. Auf jeden Fall. Bis dann. Okay, tschüssi. Hi. Hallöchen. So, was kann ich für dich tun? Ich nehme einmal einen Schokobecher und einen Erdbeermilchshake. Einen Schokobecher und einen Erdbeermilchshake. Mache ich dir fertig. Das ist korrekt. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. So halten wir so viel Abstand? Ich weiß nicht. Aber es wird schon seinen Grund haben. So, dann habe ich hier für dich den. Von wieso sind wir so ordnungsgemäß schräg aufgestellt? Oh, ich weiß auch nicht. Ja, das ist sehr schön. Das macht ihr ganz toll. Ja, ne? Ja, super. Nach einer Woche und lassen sich am selben Tag noch scheiden. Ja, ja. Was ist das eher in Los Santos? Klar. Die Nähe in Los Santos, die hat, glaube ich, 5 oder 6 Stunden gedauert. Ach, doch so lange. Wow. Nacht drüber geschlafen und dann, ne, doch nicht. Ich weiß nicht, ob es meine Bekannte ist, weil die hat sich tatsächlich an ihrer Hochzeit noch getrennt, weil ihr Kerl am Abend vorher fremdgegangen ist. Das war interessant, ja. Die Story kenne ich auch, ja. $60.000 Hochzeit, so, pfup. Wow. Oh, ja. Spontan in den Arsch gesetzt. Ja. Wie kann ich so eine Hochzeit überhaupt leisten? Das ist ja das, man zahlt scheiße viel Geld für eine Hochzeit und dann scheiße viel Geld beim Scheidungsanwalt. Richtig. Kann man sich das Wobei die Scheidung sparen. War günstiger. Ja, wahrscheinlich. Das ist ein Trost. Das also ist für mich immerhin auch nichts bezahlen. Okay. Aber trotzdem günstiger als die Hochzeit. Teuer. Aber ich hatte das Glück, dass ich brauchte den Sicherheitsdienst, den wir engagiert hatten, nur ein Zehntel davon bezahlen, weil ja, die einer davon erschossen wurde oder angeschossen wurde. Wow. Okay. Weil sie dann abgebrochen haben. Ja, gut. Die Geschichten werden immer wilder. Aber hat sie da nicht ihren Job gemacht, wenn sie eine Kugel gefangen hat? Ja, doch schon, ja, eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, ne? Aber sie waren halt nicht die volle Zeit da, die waren maximal, glaube ich, eine halbe Stunde. Okay. Und dann ging die Schießerei los. Muss ich mal hier einführen, wenn mir der Besen abbricht, dann mache ich auch Feierabend. Genau. Ich habe noch einen Plan. Ich stehe in der Sollbruchstelle. Ja. Euer Ansehen, alles schön. Ne? Er weiß ja, wo die Säge hängt. Also wir haben schon im Werkzeugschrank hinten eine Säge rumfliegen. Ja, genau, er weiß ja, wo die Säge hängt. Also, da soll es ja nicht mangeln. Eben. Übrigens, Mike, was hältst du von einer Poliermaschine? Poliermaschine? Mhm. Warte ja noch auf den angekündigten Staubsauger. Ja, gut, den müssen wir auch noch besorgen, ja. Du kannst hier schön durch die Halle polieren.
Ja, ich hab mir erst gedacht, den Bus so schön polieren, aber. Ich wollte gerade sagen, weil den Boden da hinten in der Werkstatt, den zu polieren, das ist so. Okay, das würde ich auch probieren. Da muss man mich dann aber bitte vorwarnen, wenn das poliert wurde, weil ich falle auch bei nicht gewischtem Boden hin. Nur so als. Ja, aber das ist ja Linoleum, ja, den polierst du ja nicht, der wird ja nur gewischt. In der Werkstatt hinten. Du kannst ja bei Charles testen. Also Benny zum Beispiel, der muss poliert werden. Genau, und gucken, ob der Regen abperlt. Genau. Und dann lässt jemand das Wasser stehen und jeder, der hinten zum Schadensbuchbilden den Zelteneingang nimmt, packt sich erstmal hin und fällt unten in die Grube. In die Grube, ja. Und dann diese Wildkameras, die man so in die Ecke stellen kann. Ne? Mitarbeiteranwerbung mal anders. Ja, ja, dann immer im Venture-Tube reinsetzen. Machen wir noch Geld damit. Entertainment. Dabei braucht der Herr Klacks nicht mehr so lange da drüben. Gehen wir schon mal vor. Ja, der will halt wahrscheinlich alle Vanilleshakes haben, die noch so da sind. Ja, wahrscheinlich. Und irgendwie alle Waffeln oder was das da war. Ja. Aber dann kommt er ja schon. Okay, na dann. Dann können wir jetzt noch reingehen. Das stimmt. Und Tag. Fliegen jetzt alle wieder vor mir? Ja. Ja. Ohrdringer. Mann. Ja, richtig schlimm, ey. Kommt zu spät und drängelt sich vor. Was soll denn das? Wo kommt man durchs Leben? Recht des Stärkeren nennt sich das. Ja. Aha. Mal auf hier. Ja. So, haben wir irgendwie einen verloren? Ich mich so zwischen den Stühlen. Glaube nicht. Nein, ich habe die Nachhut gebildet, da war gar niemand mehr. Perfekt. So, dann herzlich willkommen zu dieser wundervollen sommerlichen Besprechung. Am heutigen Tage. Ich starte direkt einmal durch mit Anwesenheit. Das auch einmal aus dem Weg haben. Hilo habe ich, glaube ich, heute schon mal gesehen. Diesel auch, Charles auch, Fennel ebenfalls. Oleg ist nicht da, das war eigentlich ja die Standardmesserbe. Pierre? Nein. Urlaub, oder? Ja, doch, das ist Tom. Urlaub ist aber noch nicht eingetragen, tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Ja, aber. Ja. Tom ebenfalls. Mike 2 ist nicht da. Lanos ist abgemeldet. Kevin? Nein. Nicht da. Becky ist auch abgemeldet. James ist abgemeldet. Miyamoto? Hat Urlaub. Hat Urlaub. Ich glaube, ich bin da. Ah. Echt? Ja, ich glaube schon. Nicht. Boss, also, bin ich oder bin ich nicht? Nice, hör ich mal. Soll ich eine altenglische Ausgabe von Shakespeare davon mitbringen? Ja, bitte. Dann darfst du dich da durchsuchen und jedes zweite Wort erstmal nachschlagen, was das zum Teufel bedeuten soll. Ja, nee, danke. So, Ryan. Ja, ist da. Hab ich, glaube ich, gesehen. Luna? Hallo. Nein. Knetta, Matt, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Steven? Mhm. Netta. Allison ist weiterhin unbestimmt abgemeldet. Max ist nicht da. Ruby ist nie da. Toshi habe ich doch aber gesehen. Nicht da. Chris? Nope. Nicht da. Ist abgemeldet? Nein. Meines Wissens stand es nach nicht. Okay. Ja gut, aber er ist ja meistens eh nicht da. Genau, also mir hat er es gestern gesagt, dass er nicht da ist. Also
weiß ich nicht, ob es RDP wieder, keine Ahnung. Ja. Ja, ist ja meistens, eigentlich ist er ja auch so ein Kandidat, den man eigentlich auch standardmäßig abmelden könnte. Naja. John? Ja. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Jean. Auch mit Pablo. Nicht da. Auch nicht abgemeldet, oder? Nein. Henry? Auch nicht. Copeland, der Faule ist auch mal wieder nicht da. Und Mike ist da. Perfekt, dann haben wir es doch. Gut, dann gehe ich einmal schnell die Mitarbeiterveränderungen durch. Zum einen haben wir ein paar Neuzugänge. Zum einen die Isami Jacobs, auch Izzy genannt. Darf sich auch gerne einmal vorstellen. Ruhig ein bisschen lauter sprechen, dass auch die ich alle hören. Ihr könnt mich auch gerne, also Isami, ihr könnt mich auch gerne Izzy nennen. Ja, seit jetzt schon tatsächlich 3 Wochen auf der Insel. Ja, mehr gibt es dazu nicht. Wirklich. Ja. Herzlich willkommen. Willkommen. Dann haben wir noch 2 weitere Neuzugänge. Zum einen den Kevin, der ist ja aber heute ja nicht da. In Abwesenheit, herzlich willkommen. Und auch heute ganz frisch den guten Andrew Evans. Auch jetzt leider heute jetzt auch noch nicht mehr geschafft für Dienstbesprechung. Gut, dann haben wir ansonsten noch einen Abgang. Und zwar Leon hat uns jetzt auch verlassen, hat auch, glaube ich, auch schon die Insel verlassen, ja, in seinem Zug gehabt. Genau. Das zu und Abgängen. Bleiben ansonsten eigentlich auch sonst nur noch ein paar Beförderungen. Und zwar zum einen hat der Charles auch noch die Ausbildung komplett abgeschlossen, ist mittlerweile, beziehungsweise hat die Ausbildung generell einmal komplett, seit der letzten Dienstbesprechung komplett durchgezogen, ist mittlerweile auch Busfahrer. Da herzlichen Glückwunsch zu. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und der gute Tom ist mittlerweile auch wieder Senior-Busfahrer. Auch in Abwesenheit. Glückwunsch. Ja. Genau. Gut, dann gebe ich erstmal, wenn wir jetzt halt soweit durch sind, an Finlay weiter. Ja, fangen wir erstmal mit einem kleinen Reminder an. Das betrifft jetzt alle Mitarbeiter, die bereits die Venture-Schulung hatten. Bitte denkt daran, auch wenn ihr mehrere Runden tatsächlich da seid, nur auch mit mehreren Leuten dann Werbeposts zu machen, die dann einfach zu veröffentlichen mal und auch vor allem auch geöffnet bzw. zu geschlossen zu stellen. Genau, das einmal so zum Reminder. Und dann haben es einige ja schon gesehen eben, es stehen einige Event-Shuttle-Fahrten an. Erstmal sind es jetzt 2 Stück, die eine ist am 7.6. Das ist vom Paradise, der Spendenlauf, wo wir die Leute wieder vom Ziel runterbringen. Da bräuchten wir so 1, 2, 3 Fahrer, die sich da gerne eintragen können. Das würde so ungefähr von 19 bis 22 Uhr umgehen. In dem Zeitraum wir die Fahrer bräuchten und wenn wir genug Fahrer zusammen haben sollten, und Leute dann auch noch Lust hätten, selber am Lauf teilzunehmen, könnten wir auch ein Mitarbeiterteam tatsächlich noch an den Stab hängen. Ne, aber das halt auch tatsächlich erst, wenn wir genug Leute haben, die fahren können. Beziehungsweise alternativ. Also, klar, wäre
Das Schiff wird auf jeden Fall erstmal Leute für Fahrt haben, aber ansonsten Teilnehmer. Genau, die Einteilung dazu ist seit eben jetzt bei den Bestellungen ganz oben. Genauso wie für den 16.06. Dort haben wir auch wieder ein Shuttle, also ein Hochzeitsshuttle. Da fahren wir die Hochzeitsgäste, beziehungsweise die Gäste für die Trauung von der Richmond Villa einmal hoch zum Leuchtturm, beziehungsweise zur Herbal Mystery. Und würden die dann da auch wieder abholen. Da ist ungefähr wahrscheinlich bis zu 45 Personen sein könnten, die da kommen. Wäre es ganz gut, wenn wir da so drei Fahrer dann zusammenbekommen. Jeweils einmal für die Fahrten ab 17.45 bis 19 Uhr. Ne, 18 Uhr. Moment, was? Nein, 8, nee, Quatsch, 17.45 bis 19 Uhr. Und dann noch von 20 Uhr bis 20.30. Geht aber soweit auch alles in der Planung drin. Deswegen da gerne einmal schon im Voraus eintragen, wenn ihr Zeit habt. Und ja. Gibt es dazu von eurer Seite aus erstmal Fragen? Boah, scheinbar nicht. Dann will ich einmal. Noch kurz eine Anmerkung von mir zum Thema Spendenlauf. Was mir gerade auch noch so eingefallen ist, theoretisch, wenn Interesse und Bock besteht, könnte man es natürlich auch so regeln, dass die Leute, die auch fahren, teilnehmen und dann quasi vorher die Busse schon oben deponieren, weil die Fahrt geht ja eh erst los, wenn quasi der Lauf durch ist und alle oben angekommen sind. Ja. Heißt, das so wäre auch eine Option, wenn Interesse und Lust besteht. Also man könnte mich für den 7. zum Laufen mit eintragen, weil ich erst am Donnerstag die Busführerscheinprüfung mache. Also ich darf sowieso nicht fahren. Wäre aber anscheinend wahrscheinlich da. Also ich hatte auch geplant, selber mitzulaufen. Wir haben ja ein bisschen Zeitplan, werden ja nicht alle Leute in den einen Bus sozusagen reinspringen, bis das da durch ist. Aber ja, ich denke, danach könnte ich dann auch noch fahren. So eine Tour mit zurück. Sagen wir es mal so, es gibt nach dem Lauf da oben auch noch ein bisschen Afterlauf-Party oder so. Afterlauf. Ja, gut. Das war ein bisschen komisch ausgedrückt. Es ist ja auch keine Aftershow-Party eigentlich. After-Events. Also, ja, irgendwie sowas. Ich finde Afterlauf-Party eigentlich, also Afterlauf-Party finde ich eigentlich schon sehr solide. Ja. Also beim Fahren, keine Ahnung. Also ich habe erst noch Navy. Ich weiß nicht genau, wie lange die dauert. Ich könnte eher höchstens bei den letzten Runden mitfahren. Aber ja, ist bei mir gesagt, eigentlich auch ich bin voraussichtlich höchstens, wenn ich Pech habe, bin ich erst um 10 da fertig. Ansonsten bin ich früher fertig. Ja, deswegen also. Ne? Bei mir ist es Ja, wie gesagt, ich würde sagen, machen wir die wissen, wie sie können, fahren auf. Gut ist. Genau. Wenn es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt, würde ich einmal an Tino weitergeben. Genau. Gut. So, eins, zwei kleine Anmerkungen bzw. Änderungen haben wir vorgenommen. Zum einen bei der Mini-Einreise, bei der Standard-Einreise. Wenn ihr die Zeit habt, bei der Ansage vom CASA auch auf die jetzt hier eingeführte Adresseintragung beim CASA hinzuweisen, dann könnt ihr das auch ruhig gerne machen. Ist jetzt nicht vorgeschrieben und verpflichtend. Nur wenn es passt, könnt ihr das gerne mit erwähnen. Dazu erstmal irgendwie Fragen? Okay, dann kommen wir jetzt zu ein paar größeren Punkten. Und zwar haben wir jetzt auch aufgrund dessen und auch aufgrund der ganzen PD-Thematiken, die sich jetzt ein bisschen geändert haben, haben wir bei den Leitfaden ein bisschen was geändert. Das heißt, bei der Mini-Einreise sind jetzt die ganzen PDs hinterlegt, sowie auch die Hotels. Das findet ihr alles in dem aktualisierten Einreiseleitfaden ab 6.5. Ist schon in der Cloud hochgeladen.
Des Weiteren haben wir bei der Mini-Einreise und Standard-Einreise die Mini-Jobs rausgenommen, mit Ausnahme von dem Cypress-Kurier-Job. Das ist quasi nur noch für die erweiterte Einreise notwendig. Hintergrund ist halt, die sind halt nicht wirklich mehr lukrativ. Deswegen haben wir gesagt, streichen wir das raus. Dazu Fragen? Dann noch ein paar weitere Änderungen zu schon bestehenden Dingen, die wir schon so durchführen. Im Busfahrerleitfaden habe ich sämtliche Sachen, die jetzt nur noch vom Fuhrparkmanagement gemacht werden, angepasst bzw. gegebenenfalls entfernt. Das betrifft vor allen Dingen den Seniorbusfahrer. Des Weiteren habe ich beim Seniorbusfahrer die Voraussetzung Fuhrparkmanagement entfernt, da wir das ja jetzt wieder rausgenommen haben. Des Weiteren wurde auch das Schadensarchiv entfernt, da wir das ja auch nicht mehr pflegen. Des Weiteren wurde in den Dienstvorschriften die Schlüsselrunde entfernt, da wir die auch nicht mehr durchführen. Dann wird es in den nächsten, schätze ich mal, 1-2 Wochen auch noch eine Ausbilderbesprechung geben. Dort dann bitte die SMS-Gruppe im Auge behalten. Check. Dazu weitere Fragen. Zum Einreiseleitfaden, die Hotelbilder, beziehungsweise die Hotels vielleicht mal anpassen. Weil das sind noch die alten Hotels drin, ne? Ja, die wird ein guter Punkt. Danke, denn die entferne ich dann einfach, weil, ja. Ja, da können wir aber trotzdem vielleicht irgendwie die anderen Hotels auch nochmal bebildert. Das eine habe ich letztens wirklich gesucht, bis ich es mal gefunden habe. Und ich, als wir die Schlange-Einreise letztens durchgegangen haben, das hinterm Casa ist, sehr schön zu finden. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst, welches das ist. Das hat eine. Ja, der Eingang ist super. Also, wenn man weiß, wie man die Leute dahin nutzen muss, dann geht das. Aber das haben wir auch erst nach 5 Minuten rumlaufen festgestellt. Okay. Ja, da wäre vielleicht schon mal nicht schlecht ein Bild oder so mit Link. Magst du da mal so, wenn du Zeit hast, mal ein paar Bilder zu machen? Ja, wahrscheinlich ist nicht diese Woche, aber vielleicht nächste Woche. Ja, nächste. Dann haben wir auf jeden Fall. Aktualisiere ich nachher nur einmal kurz, dass ich das rausweise, die alten Bilder, und dann aktualisieren wir dann in den kommenden Wochen noch die Bilder. Danke für den Hinweis mit. Jo. Weitere Anmerkungen? Das ist nicht so, dann übergebe ich an Barry. Jo. Und zwar greife ich da erstmal mal kurz zum Thema Ausbildung ein bisschen auf. Also da, auch wenn es ein bisschen wohl ist, Ausbildung läuft echt aktuell wunderschön. Wie der eine oder andere wahrscheinlich festgestellt hat, haben Brian und ich uns jetzt so ein bisschen, kümmern uns aktuell so ein bisschen um die Fortbildung, dass das läuft. Dass die Ausbilder sich auch ein bisschen auf die normale Ausbildung erstmal noch weiter konzentrieren können, da wir aktuell einen ganz guten Zuwachs an Azubis haben. Finde ich auch echt schön, wie gut das aktuell läuft. Ich sage da ansonsten auch nochmal für die Ausbilder nur schon mal kurz am Rande der Hinweis. Ihr habt jetzt auch seit, glaube ich, letzter Woche irgendwann die RDP-Berechtigung ankündigen zu bearbeiten, dass ihr auch in die Fortbildungsübersicht theoretisch euch eintragen könnt, wenn ihr was anbieten wollt. Oh. Wollte ich eigentlich auch noch in die SMS-Gruppe geschrieben haben, ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass ich es ja gemacht habe. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen heute. Ja, ich wollte es eigentlich auch schon, als ich es gemacht habe, reinschreiben, ist mir nur gerade erst wieder eingefallen, dass ich es ja verwendet habe. Deswegen hier der Hinweis. Schön. Schreibe ich gleich auch nochmal rein. Genau. Also wie gesagt, da kümmern sich Brian und ich gerade auch so ein bisschen drum, dass da die Fortbildungen laufen, die euch ein bisschen auf die normale Ausbildung konzentrieren könnt. Denn wir sind jetzt aktuell on track, mal das Ausbilderblatt komplett auszureizen mit 7 Azubis. Im Rahmen dessen überschreiten wir auch mal zum ersten Mal seit sehr lange Firmengeschichte wieder. Im Grunde. Ja, ich glaube, waren wir nicht schon mal auf 35? Also die Ideenerweiterung? Ich glaube, es kann aber auch sogar sein, dass es das erste Mal in Firmengeschichte ist, dass wir die 30 Mitarbeiter überschreiten und dementsprechend auf die 35 Dienstnummern erweitern müssen. Ich glaube, wir haben es angedacht, aber ist, glaube ich, nie passiert. Aber diese Woche wird es
Außer irgendwer von euch kündigt ja jetzt, dann bin ich sehr enttäuscht. wird es diese Woche voraussichtlich passieren, deswegen erweitern wir mit Wirkung zu morgen die Dienstnummern auf 35. Das heißt, die Dienstnummern 31 bis 35 werden ab morgen dann auch mit der Schichtplanung sind, Vorlagen sind soweit alle angepasst, läuft weiter nach grundsätzlich gleichem Prinzip, sind nur minimale Änderungen, aber wir können endlich sagen, wir sind ein Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern, was mich echt mega freut, dass das aktuell so gut klappt, auch mit der Ausbildung, dass wir da nicht irgendwie großen Stau haben. Das war echt. Vielen, vielen Dank an alle, die da ihr Werk zu beitragen, was eigentlich hier jeder Einzelne ist, in irgendeiner Form und Art. Ich meine, man muss auch sagen, man merkt es auch echt an der Auslastung die letzten Wochen. Die ist echt extrem wieder hochgegangen. Einfach echt. Lob rundherum. Und das Gehaltskonto weint auch ganz gut. Also ich glaube, wir hatten gestern das erste Mal seit vier Wochen, seit Anfang des Jahres überhaupt, hatten wir das erste Mal wieder über 4.000 Gehaltskosten an einem Tag. Echt gut, was ist. Und so freue ich auch in zwei Wochen, wenn ich Navy Urlaub habe. Dann wird durchgeklopft. Kannst du ja schön Ausbildung machen. Ich würde sagen, haben genügend Azubis für dich organisiert. Sehr schön. Ja, um Ausbilden. Nee, schön. Das zum einen. Das andere Schöne ist, wir haben in zwei Wochen unser dreijähriges Jubiläum. Habe ich ja, glaube ich, die letzten Wochen auch schon mal so ein bisschen im Angebot gehabt. Wir sind jetzt in der Planung ein bisschen weiter. Haben jetzt schon die meisten Künstler angefragt. Da sind wir jetzt gerade noch quasi in den letzten Schritten, dass wir die Künstlerplanung für die Live-Acts organisieren. Und DJs haben wir ja schönerweise quasi in-house schon fertig zugesagt. Und einer unserer DJs wird der nette Toshi sein. Auch nochmal vielen Dank. Das bin ich. Ja, sehr gerne. Ansonsten wird es noch ein bisschen Live-Musik geben. Verlosung wird es auch geben, wo wir auch sehr, sehr gute Sponsorings mittlerweile haben. Das läuft echt schön gerade. Also ich kann ja mal gerade sowas aus dem FF drücken. Also wir haben momentan schon über 20 Sponsoren. Das sind viele. Ja, sehr viele. Also es ist mehr, wie ich gerechnet hatte. Also ich glaube, bei letzter Hochrechnung waren wir bei 67. Jetzt habe ich noch die LST-Sponsorings, also die LST-Preise noch dazu vorhin festgelegt. Heißt, wir sind aktuell bei über 70 Einzelpreisen. Wein ist auch Busfahrer geworden, ja. Es geht wahrscheinlich so in die Richtung 75 Einzelpreise. Danke. Also die Verlosung das haben wir hier vergessen. Wird, glaube ich, ganz gut. Wer jetzt geht, habe ich nicht nutzen. Ein paar sehr coole Sachen dabei. Da bitte übrigens bitte drauf achten. Ne? Das ganze Event wird wahrscheinlich an dem Samstag, 17.06. von 19 bis 22 Uhr stattfinden. Also bis mindestens 22 Uhr, danach Open End. Kurze Nachfrage. Meintest du Samstag den 17., weil der 16. Genau. ist ein Freitag? Samstag, 17. 17.06. Okay. Wird von 19 Uhr bis mit Hauptprogramm bis 22 Uhr circa, danach Open End mit DJ Aftershow Party und gegebenenfalls noch ein bisschen Special Programm. Genau. Wir werden wahrscheinlich auch noch so ein, zwei, vielleicht auch mehr Helfer brauchen bei dem Event, die ein bisschen beim Losverkauf und weiter unterstützen. Wir werden vielleicht auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Tour machen, sag ich mal, mit hier so ein bisschen Takt auf den Tür, dass man hier hinten mal durchgeführt wird, gezeigt wird, was hinten bei uns ausschaut, wie generell das hier so alles läuft. Dafür werden wir vielleicht auch noch ein paar Leute brauchen. Genau. Ansonsten wird das Event aber auch so sein, dass wir sagen,
dass für den armen Busverkehr dicht ist, dass da jetzt keiner von uns arbeiten braucht, dass wir da wirklich jetzt neben alles gut, aber ne, wir sprechen ja gerade drauf. Uns wirklich gut, einfach nicht so darauf schlimm konzentrieren können, haben auch selber Spaß zu haben. Deswegen haben wir auch für die Anreise Downtown Cab ins Boot geholt, dass die auch kostenlos hinfahren. Dass wir da wirklich uns einen schönen Abend gemeinsam machen können. Genau. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch was zum Event habe. Nee. Wie gesagt, ansonsten so ein bisschen werden wir wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal ein kurzes Update geben und dann ist es ja auch schon soweit. Ja. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen zum Event oder sonst irgendwie da rundherum in der Gegend? Ich denke mal, wegen DJ ja, wird einer von euch nochmal auf mich zukommen. Genau, können wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Gut. Wenn sonst keine Fragen sind, sind wir tatsächlich für heute sogar schon so weit durch. Dann bleibt mir nämlich nur noch meine Lieblingsfrage. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Anregungen, Ideen, Inspirationen, Feedback, sonstiges, irgendwas, was ihr gerne ansprechen würdet? Vielleicht mal zurückkommt auf den Spendenlauf. Wenn wir das als Firmenlauf machen, wollen wir uns da irgendwie einheitlich auch kleiden oder so? Finde ich eigentlich eine coole Idee. Also ich bin eh nicht da, machen, also ich halte mich da eigentlich, kann mich da eigentlich raushalten. Aber finde ich eine coole Idee. Ja. Das finde ich auch cool. Sollte vielleicht das Stil echt auch so ein bisschen Richtung Blau gehen, würde ich das mal behaupten. Also wenn die Hose hier locker wäre von dem Sommeroutfit, wäre das ja schon gar nicht so schlecht. Also hi Jack. Man kann es eigentlich mit einer lockeren Hose empfehlen, aber theoretisch könnte man das kurze Hemd nehmen. Müssen wir mal schauen. Wo ist mit dem Winterswäschezyklus hin? Was an dem Wochenende gewaschen wird? Die kommen nächste Woche. Nächste Woche. Ja, dann passt es ja. Wir haben jetzt gerade Woche. Dann passt es ja. Ja, aber es gibt aber auch in der Farbe einen Tanktop, glaube ich. Ich habe zwar so ein Mitternachtsblaues, also für die, die es interessiert. So interessant. Ich habe nur hier mein hellblaues Oberteil. Ich habe so ein Tanktop halt in der Farbe ungefähr. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich sie gekauft habe, frag mich jetzt nicht. Ich nehme mal, dass wir jetzt zumindest ein paar Leute haben, die auf jeden Fall Interesse haben, auch selber zu fahren. Nicht selber zu fahren, selber mit einem Lauf teilzunehmen. Jo. Ja. Ich glaube, das hört sich so gerade danach an. Genau deswegen. Ja, ich habe zwar nicht im Detail mit Luna darüber gesprochen, aber ich denke, sie hat auch Interesse dran. Ja, deswegen, also, wenn, würde auch, wie gesagt, sagen, dann kann man ja auch ganz gut verbinden dann mit denen, die fahren, dass dann zurückfahren wird. Kann man ja dann vorher die Busse deponieren. Also, aber das heißt auch nicht, wir haben jetzt Leute, die mitlaufen würden, das heißt, wir müssten uns dann auch einmal am Memory. Ja, das kann ich nicht. Ja, genau. Weil Anzahl ist ja klar, das müssen wir nicht angeben, zum Glück. Ja. Okay, na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir auch in der Event. Ich würde sagen, machen wir einfach in der Shuttle-Bestellung auch einfach nochmal eine Eintragung mit dran. Ja. Von wegen, wer generell einfach mitlaufen würde. Das noch dann zusätzlich dazu eintragen. Und dann kann man ja untereinander einfach mal sprechen. Wenn es dann am Ende macht. Gut. Gibt es denn sonst noch was?
Okay, okay. Dann würde ich das Ganze jetzt für beendet erklären. Fahren jetzt noch? Würde jetzt noch jemand von euch fahren, oder? Ich habe mich das noch eingetragen bis, ich glaube, 8 Uhr oder so, ja. Ich will auch noch fahren. Weil damit bin jetzt noch nicht zum Einhaken gekommen. Ja. Gut. Auf jeden Fall, ich würde den Venture Post gleich übernehmen. Ne? Wollen wir jetzt zum Bus sprinten, eine Minute, die wir noch haben? Oder fahren wir ab 18 Uhr? Könnt's auch entspannt angehen. Ja. So, wir können auch einen Hellsprung machen. Das fände ich, hätte auch Kommuni wert. Ja, aber nicht bei dem Wetter. Wie man dann machen wir hier LST, der Actionfilm. dann hier, wie hieß denn hier die Dame, die neulich hier war? Caruso oder so ähnlich? Dann gehen wir ihr Bescheid und macht den Film. Ich glaube, mehr als 2 Flaschen werden gar nicht so mitlaufen. Wer mehr sehen Sie? Ist auf jeden Fall jetzt auch möglich, euch da dann einzutragen. Perfekt. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Dir auch. Und jo. Dann bis morgen. Schönen Abend. Jo, ebenso. Ja. Ne. Bis dann. Bis dann. Bye. Ciao. Ciao. Ja, dann geh ich noch ein bisschen fegen. Jo, mach das mal. Jo. Viel Erfolg. Kann man haben, bis dann. Ja, da, ich ruf da gleich mal jemanden. Oder willst du da einfach antworten als Mail? Okay, ja gut, mit der Anmeldung kann ich gleich noch immer auf dem Weg zum Auto überweisen. So dann, ciao, schönen Abend. Ebenso. Gut, dann kann ich mich ja auch, wenn ich mitlaufe, auch als Fahrer eintragen. Ja, genau, das wäre, glaube ich, ganz gut dann. Genau. So, machen wir das so, zack. Beim Shuttle, kannst du auch gerne hier hinkommen, Isin muss halt nicht so einsam stehen. Ich habe gerade noch überlegt, was ich jetzt machen möchte. Ah, ja. Überlegen, ja. Also beim Hochzeits-Shuttle kann ich mich leider nicht eintragen, weil ich bin einer der 45 Gäste und Luna auch. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So. Ach so, deswegen nochmal, wollte ich nochmal ganz kurz fragen, wenn ich denn, Daumen sind gedrückt, am Donnerstag den Busführerschein und Personenbeförderungsdings hinkriege, was ich das wird schon. Würde ich das dann auch fahren dürfen, wenn ich dann Nord-1 Freigabe habe, oder? Also von meiner Seite aus bei dem Ding, ja. Das okay. ist jetzt nichts Herausforderndes, also. Ja. Wenn du Fahrübung hast, halt schon allein nicht in Nord-1, dann ja. Okay. Definitiv. Dann trage ich mich dann aber trotzdem erst am Donnerstag ein, wenn sonst jinx ich es am Ende und dann. Ja, beziehungsweise erst noch eintragen, wenn du eine Nord-Freigabe tatsächlich auch hast, ne? Ja, genau das. Und selber fahren kannst. Wenn du schreist, bist du die ganze Halle. Und, Isi? Ich kann noch lauter schreien. Ciao, ciao. Ciao. Martin. Ist dann so die Gewohnheit, aus dem Bus erstmal einsteigen, auch wenn man steht. Was hast du gesagt? Achso, Moment, der Motor ist ja noch gar nicht an. Ja. Und, Isi, am besten das Erste-Hilfe-Zertifikat nicht vergessen. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja, es ist aber bei der Fahrschule noch nicht angekommen. Kann ich dir so aus erster Hand erzählen.
weil ich gerade auf unseren Terminplan gucke. Achso. Gegebenenfalls, wenn ich Donnerstag da bin, hast du die Prüfung vielleicht sogar bei mir. Cool. Na, mir wurde gesagt, ich soll das zum Termin mitbringen. Ich wusste nicht, dass ich das vorher abgeben soll. Nee, musst du auch nicht. Ich wollte dich nur daran erinnern. Ja, nein, das ist zur Praxis. Genau. Ja, das ist in meiner Brieftasche. Ich hoffe, es knittert nicht allzu sehr bis dahin. Ja, aber die Dokumente sind eigentlich recht resistent, wenn man die jetzt nicht gerade zerknüllt oder so. Ja. Kannst du mir vielleicht noch mal die Uhrzeit sagen, an der das ist? 20 Wann? Uhr oder was? Donnerstag? Donnerstag, ja. Warte, das hatte ich mir aufgeschrieben. Weil ich das nämlich sonst... Ja, Donnerstag um 8. Okay. Na, was kann man machen? 5. Hä? Jetzt. 5? Ja, weil wir sind auch angehalten worden, also die Leute, die halt schon Buserfahrung haben mit LST, das sind Ryan und ich, sollen halt bevorzugt auch dann noch Busprüfungen machen, die für LST sind. Ja, und das trifft sich doch gut. Halt nicht auf den Bus rauf. Meinst du, weil er dann ja auch letztendlich wisst, halt was braucht's dafür, wo fahren wir vor allem lang? Ja, genau. Also ja, man kann theoretisch überall lang fahren, aber ob das so eine kluge Idee ist. Ich meine, ich kann es ja mal ein bisschen spoilern. Wir haben quasi so eine Prüfungsrunde, die wir abfahren, die sich an der City 1 und 2 orientiert. Okay. Ja, ich wurde auch ein bisschen wild durch die Stadt geschickt und da kannte ich die City noch nicht von der Linie her und dann kam ja hier irgendwo links beim Casa. Ja, welche von den 4 Straßen? Da war dann die Prüfung genauso verwirrt wie ich. Aber hat dann ja doch noch geklappt. Zum Beispiel einmal um Block gefahren und dann war halt. Das 17:30 ist durch, dann trage ich mich da mal für eine 18 Uhr ein. So, zack. Ist sie? Mal kurz was für 4 Augen und One? Ja. Geht das mit deiner Blase inzwischen ein bisschen besser? Ich hatte heute keine Probleme. Ich bin seit 2 Stunden da oder so. Alles klar, gut. Ne? Ja, das ist ein bisschen aufgefallen, dass du ein bisschen auf das Klo gerannt bist. So. Ja, deswegen habe ich ja gestern auch Pause gemacht. Ja, alles gut. In der Hoffnung, dass sich das alles wieder regelt, aber jetzt gerade so, also heute noch nicht. Gut, wunderbar. Sonst wird es ein bisschen schwierig, wenn das ein Dauerzustand ist mit Busfahren so, ne? Aber, das ist richtig, ich bemühe mich. Ja, ansonsten wenn das irgendwie weiter Probleme ist, eigentlich für irgendwie ein bisschen Unterstützung suchen, ne? Ja. Ne? Ja. Gut, weiß Bescheid, ja? Alles klar. Ja, alles gut. Check. Danke. So, Protokoll ist auch fertig. Mhm. Ah ja, wie immer ich das da mal zeigen kann, ich habe jetzt auch immer hier diese Sehtest-Geschichte erledigt neulich. Als Mr. Glass mal auf hatte. Das ist ja. Da muss ich auch mal endlich Termin machen. In der Liste drin. Ja, kannst du mir das gleich sagen oder so? Ja, klar. Würde ich das eintragen? Dann bist du. Ah, hier, okay. Sag mal an. Datum, 1.6. Komm, aber. Befund sehr leichte Kurzsichtigkeit. Hast du da die Dioptrienwerte? Rechts minus 0,3, links minus 0,1. Das ist ja quasi nichts. Ja, also die Dame auch gesagt, kaum einer hat 100%. Haben wir es pro forma mal aufgeschrieben, wenn ich merke, dass es sich irgendwie mal mehr auswirkt. Ne, kann ja immer mal sein, dann mal gucken. Habe ich eingetragen, danke dir. Ja gut, dann kann ich das auch in wörtlichen Aktenschrank zu Hause verstauen. Ja, genau. Sehr gut. Habe ich es auch erledigt. Gut, ich mache noch Feierabend für heute, dann habt noch einen schönen Abend, ne? Bis morgen und dann, wir sehen uns ja morgen um 19:30 Uhr, ne? Genau, dann habe ich jetzt kommende Woche immer an jedem Tag irgendwas. So. Aber es ist auch eine schöne Sache. Also ist jetzt nichts Schlimmes. Gut, dann macht's gut, ne? Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss, ihr drei. Ciao. Ciao.
So. Guck, da müsste ich die Woche sogar die 20 Stunden geknackt haben. Eventuell. Na, nee, nicht ganz. 1856. Oh, oh, oh. Reicht jetzt aber auch. So. Dann fahren wir nach Hause, nehmen wir ein bisschen ausruhen. Nicht dran. Und Micho, die auch. Oh, dann gleich noch, wo ich euch noch hinwägen kann. Jo, aktuell wieder bemerkt ist sehr viel zu tun bei LST. Bin jetzt ehrlich froh, dass ich nur die Ausbilderfunktion habe, Ausbildungsleiter bin. Und nicht diesen ganzen Event-Scheiß, da hab ich gar keinen Nerv für. Und da mich dann auch drum kümmern musste, so, das ist schon ganz cool so. Ich habe meinen Leitfäden, ich kann die Leute ausbilden, das reicht mir vollkommen. Kann ein bisschen was zu beitragen zum Unternehmen oder relativ viel sogar inzwischen wieder. Was ganz cool ist. Das reicht mir aber auch nicht, ganz ehrlich. Und so gut wie Barry das macht mit den ganzen nach außen hin, das kann, könnte ich sowieso nicht, von daher ja, passt so. Läuft das LST gerade richtig, richtig gut gerade. Das ist ja so schön, nachdem wir letztes Jahr ein bisschen Probleme hatten, aber dieses Jahr ist echt sehr, sehr angenehm. Jo.
Da kann der Wagen noch konvertieren. Soll ich den Kofferraum öffnen? Passt, der Intruder kann der Schirm nehmen, der Kaliko steht soweit ganz gut. So, Chat, machen wir Feierabend für heute. Milo hockt sich noch runter auf die Couch. So. Dann schauen wir mal, wer hier noch so da ist. Das wünsche ich dir auch, Jack. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch hingehen können. Wer hat denn hier? Ich weiß, wo wir hingehen können. Wir gehen noch zu unserem neuen Kollegen. Also bald LSD-Kollegen. Boah, sieht doch spannend aus, was die da machen. Nämlich Cold Mystery. Dann dort viel Spaß bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal, genau genommen morgen, circa 19 Uhr wahrscheinlich. Tschüss.